So, schönen guten Morgen, Hamödis, Brüdis. Let's go, let's go. Guten Morgen, meins, Alter. Moin. Wer hat da keinen Freund, Alter? Zur Mucke aus. Dingsi Dongsi an. Mario, Marcel, grüßt euch, ihr Lieben. Moin, moin. Moin, moin. Oh, der Verwalter. Florian, Daniel, grüßt euch, Marcel, Ruby. Schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht's gut. Hamudi, schönen Sonntag. Schönen guten Sonntag, Danny, grüße. Alter, ich sitze hier irgendwie schon wieder ein bisschen bescheiden. Noch mit dem Thron. Mit meinem Throne. Oh, 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 oh. Oh, kann man auch da drin ist? Das ist schon der Tod, wenn man da unten drin ist, immer. Alles klar. Jo, jo. Warum nicht, Digga? Jens, Christian, Martin. Grüßt euch, ihr Lieben. Florian, Kevin, Flori. Ja, Heiko, Janinchen, Mars heute. Was ist heute? Mars heute, besser nie so heute. Dann gehen wir einfach mal hier runter. Ja, es ist immer ich da auf die Fresse, krieg von allen Seiten, oder was hier? Eine Frechheit, eine Bodenlose. Bodenlöse. Bodenlöse. Da bist Dennis. Grüße dich, mein Lieber. Alter, Digga. Eben das zu wünschen übrig. Hier ums Ding drauf. Wie Assassin's Creed, Junge. Dude. Moin, Thorsten. Das wünsche ich dir auch, Michael. Grüße. Grüß euch, Lieben. Grüß euch. Alter. Ja, es ist komplett zu, Dude. Michi, grüße. Grüß Gott. So, wollen wir mal gucken. Die First Round. First Round. Start First Round, Dudes. Schauen wir mal, was sieht. Manfred, Kali, grüße. Grüße, Grüße, Grüße. Good morning, good morning. Guten Tag, Mahlzeit. Wasi, Molly, 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 Mahlzeit. Let's go. Geldkisten sind zwei da unten. Bin ich überhaupt aus der Platz, habe ich auch keinen Bock eigentlich hinzufliegen. Aber was soll's. Machen wir trotzdem. Und trotzdem. Wow, 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 wow. Mann, 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 du. Und grüß dich, Alex, wünsche ich dir auch, mein Lieber. Schönen Sonntag, Schnucki. Eieiei. Irgendwie sitze ich ja gerade echt komisch auf meinem Stuhl. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich habe nicht, weil er schrumpft. Der Stuhl ist gewachsen, entweder. Das kann auch sein. Ich sitze hier nicht normal auf dem Scheißstuhl, glaube ich gerade. Ich muss irgendwie mein Rückenkissen. Oh, irgendwie nicht mein Rücken. Oh, leck mich doch! Ey, ich soll ruhig bleiben. Scheißdreck, Alter. Timmy schläft schon. Da habe ich schon nicht dran gedacht, Leute, dass Timmy pinnt. Hm. So, das muss erstmal reichen. Morsche KFC, ich bin ein Kältedicker, ja, seit 3-4 Tagen schon, aber heute war so richtig die Nase dazu. Alter, da können wir auch natürlich nicht sniffen, nee. Mano. Mano. Töte alle Ziele. Los. Ui, ne Jollen, wir müssen die Standardklasse mal ändern, Leute. Jollen, was haben wir drin? Eine scheiß Vargo in einer goldenen Kiste, weil die mich rollen oder was? So blau lassen können die Dreckskiste, da wo so eine Kacke bei rauskommt. Oh. Neggy, Baggy, Broody, Moody. Ein wunderschönen Bero, grüß dich, René, schönen Sonntag, ihr lieben Mäuse. Thomas, Support Tage, haut da raus, Junge. 18 Monate Broodies, auch absolut krank, Junge, schon wieder. Absolutely delicious. Grüße, Alex, Cat Brother. Brother, Sister, your brother. Brother. So, okay, Baby, okay. Wir müssen auf jeden Fall ein kleines Stück, weit ist es nicht bis in die Zone.
Ausrüstungslieferung unterwegs. Tut mir einfach noch ein bisschen. Löten wir noch ein bisschen, ey. Patrick, Grüße. Ja, Digga, ja, ich hör den Dude. Was haben wir da für eine Waffe? Nehmen wir die hier lieber mit. Oi, oi, oi. Weißt du, was ich gerade daran gedacht habe? Ich weiß ja noch, wir haben noch ein Ü-Ei irgendwo. Ich habe voll Bock auf ein Überraschungsei gerade. Tag gesagt, Ronny, Roland. Hallo, hallo, Dudes. Digga, die Spritze nehmen wir auch mit. Gut, wir haben jetzt hier nicht unbedingt besten Sachen gefunden, aber wir haben 7000, 3000 Kilo Logik. Jetzt haben wir auch eine Bunkerkarte. Ich glaube, ich wollte direkt erstmal im Bunker rennen, bevor die Zone kommt. Die Zone kommt ja auch schon, meine Freunde. Das ist not good, dude. Das ist not good. Not good. Hast du Stimmbruch oder was? Ja, kann sein, der ein bisschen später, aber er ist da, Brudi. Er ist da, der Stimmbruch. Schönen Sonntag, Owa. Dankeschön, Snaggy und alle die anderen für eure Sterne, ihr süßen Mäuse, Alter. Der Stimmbruch ist real, Herr Moody. Vielen, vielen Dank, Nukis Hasi. Vielen, vielen Dank, Moody's. Nehmt mich bitte so, wie ich bin, mit Stimmbruch, Dude. Müssen die Waffe eigentlich alle... Oh, eine Waffenkiste. Eine Waffenkiste. Waren noch die scheiß Schweizer drin, oder was, Junge? Ich werde bekloppt, Alter. Ich werde bekloppt. Grüße Sebastian und Richard. Moin, moin, ihr Lieben. Sebastian. Hallo, hallo. Guck, guck. Lasst mich doch da ein bisschen lustig sein hier. Was ist denn hier passiert? Tonemone. Alter Verwalter. Das ist nicht mehr lustig hier. Ronny, Grüße. Grüß Gott, junger Mann. Grüßen Sie Gott. Okay, okay. Nordin, Martheid. Uwe, Grüße. Ein schöner Kaffee wird auch nicht verkehrt, ne? Schöne Coffee. Ein Hot Coffee. Grüß dich, Dennis, mein Lieber. Vielen Dank für deine 50 Sterne, Stuckelhase. Dickchen. Vielen, vielen Dank, meine Sonne. Mein Wochenende war schön. Ja, klar. Danke der Nachfrage. Wie war deins, Brudi? Wochenende war chillig. Ein Schwein hier, oder was, Digga? Kohle ohne Ende. Ne, genau hier. Keiner hier. Hier. André, grüß dich, mein Guter. Grüß Gott, Dude. Alter Verwalter. Wohin ich muss? Wohin ich laufe in Hamudi? Alter. Nochmal für alle, auch für die Moderatoren, Leute. Denkt dran, dass ich morgen meine OP habe. Ich bin morgen... Ach, der Scheißdreck, die Scheißzone kommt, Junge. Ich bin morgen nochmal vormittags live und danach bin ich dann... Wir sind nicht wie lange halt außer Gefecht. Da weiß ich ja noch nicht genau, wie lange das dauert, ihr Lieben. So, dann fahren wir mal ein bisschen mit der Karre hier. Eine kleine verwichste Strecke, mein Guter. Mein Bester. Ja, guten Morgen, mein Bester. Schöne Worte gestern. Mit Family Forever. Auch bist du lieb, Stefan. So gehe ich hin. Vielen, vielen Dank, mein Guter. Vielen, vielen Dank für deine 1000 Sterne. Und auch für dein Resümee auf den Text gestern. Ich weiß nicht, ob grammatisch alles korrekt war. Ja, war es ziemlich spät gestern Abend, Leute. Ich konnte dann wieder nicht pennen. Aber vielen lieben Dank, Stefan. Freue ich mich sehr drüber, Schnuckelhase. Morgen, Katrin. Mein guten Morgen, alle zusammen. Wir haben es ja schon Nummer 1, Alter. Alle schreiben guten Morgen. Hier sind doch alle, wenn ich an sauber hier heute. Ich sage auch guten Morgen. Jeder sagt guten Morgen. Das ist das Schöne bei uns daran. Da muss sich keiner verstecken oder verstellen, Leute. Wir sagen einfach guten Morgen um die Uhrzeit. Wir nehmen das alle so hin, Leute. Wir nehmen das alle so hin. Wo wirst du denn operiert in meinem Mund wegen meinem Mundhöhlenkrebs? Und das ist immer mein Beruf, dass ich rede mit euch. Und morgen werde ich nicht reden können. Das finde ich vierte oder fünfte verfickte Drecks-OP im Maul, Alter. Hast du noch müde Augen? Ich bin noch müde, Digga, Alter. Ich habe Timmy überhaupt nicht gepennt, Mann. Ich habe mir immer so Sorgen gemacht. Jedes Mal, Timmy hat sich hingesetzt. Also ich habe ihn auf den Arm genommen. Er ist auf meinem Arm eingeschlafen, ins Bett gelegt, zwei Sekunden später hat er schon wieder in der Kamera gesessen und hat seine ganze Zeit immer so gemacht, aber übelst dolle und dass das Bett so gewackelt hat. Ich mir Sorgen gemacht, dass er irgendeinen Knacks im Kopf hat oder das irgendwie, muss ja einen Grund haben, Digga. Dann haben wir uns zu uns ins Schlafzimmer rübergeholt um alles klar, um 3:30 und dann hat er immer noch nicht geschlafen, hat mit seinen Beine gewackelt und ein bisschen gespielt, so wisst ihr. Aber der war so müde, der war hundemüde, Digga.
Also irgendwie habe ich irgendwie Angst, also irgendwie, weiß ich nicht, Schlafstörungen hat oder irgendwas hat er ja, Digga. Tut mir zum Herzen weh. Ich bin überhaupt nicht gepennt. Gar nicht, Digga. Null. Jetzt schläft er gerade wieder ein bisschen, aber auch nicht unbedingt so fest. Er müsste mal so durchpennen. Sehr viele kommen so ein, als ja, Digga, ich war gestern fertig. Ich hab euch erzählt, dass ich ein bisschen zu viel Rotwein gefressen habe, weil ich so mal gefressen habe, Alter. Was ist denn hier los, Digga? Digga, mach doch keinen Scheiß jetzt, Bro. Mahlzeit Roy, mein Lieber. Micha, grandios. Sebastian, Tobi, Mahlzeit. Ach, wie viel Kommas kann es nie geben, Digga. Das nur aus Kommas besteht. Scheiße, ja, immer einer. Da, wo ist Enrico? Nebula-Bombe, Digga. Wir sind noch in dem Gebiet drinne. Das ist aber Rille. Oh, oh. Wenn man stoppen gehört, keine Sniper mehr. Ich Idiot, Digga, Alter. Ich hab ne Sniper, Geist. Eine Nebula 5 Bombe geht gleich hoch. Warum haben wir überhaupt noch 72 Schuss mehr genannt? Ja, das verstehe ich sowieso gerade nicht. Macht nicht wirklich Sinn. Ich meine, das ist jetzt nicht so wenig so schlecht, aber ich weiß nicht, warum wir das spielen hier gerade. Jetzt hier oben einer fliegt, der läuft da über mich. Ich weiß es nicht, über mich vor allen Dingen. Ich werde richtig fett drauf, Digga. Richtig. Alter, was mache ich denn heute hier gerade, Alter? Ich bin ja nicht richtig fit, Leute. Läuft denn auch über mich, Junge? Was ist denn German, Bro? Ja, aber über mir, mich. Wisst ihr, wie ich meine? Ich bin heute absolut creepy drauf, Dudes. Creepy drauf, motherfucker. Die fallen noch von irgendwo genau da. Digga. Kein Aim, Bro. Beruhig dich doch ein bisschen, Junge. Mann, lass mich doch mal wach werden hier. Ey, Mario, mein Schnuckelhase. Vielen Dank für deine 100 Sterne, Schnuckelputzi. Sonntag ist Sonntag. Das ist immer morgen. Da hast du recht, Bro. Sie erwacht auf Waren. Deswegen, beim Mars gibt es einen Saft. Bist du immer geholfen. Ach so. Er wechselt dich auch. Deswegen, beim Mars. Ein Saft, so ist ja cool. Wir haben auch, glaube ich, morgen Arzttermin mit unserem Dicken. Das ist auch nicht normal bei unserem Kind, Digga, wenn er sich bewegt. Bestimmt jetzt ungelogen 30, 40 Mal am Tag, wenn er sich bewegt und die Arme knackt das, der ganze Körper knackt so, als ob da irgendwelche Knorpel, wisst ihr, wie ich meine? Das habe ich auch bei mir. Ich habe ja auch da bei mir Schulter, Beine, Kniegelenke und Rückenwirbel, Bandscheiben, Arthrose überall. Nicht, dass er auch so eine Kacke hat und vererbt bekommt oder so eine Rotz, Digga. Wisst ihr, wie ich meine? Der knackt übel doll bei ihm, Digga. Das ist auch nicht normal. Dankeschön, Stefan, Digga. Naja, ist, wer die Message verstanden hat, ich hab's wahrscheinlich nicht so ausgedrückt, dass jeder die versteht. Weil ich einfach auf Down und Miete war, der läuft der Assi noch rum, Digga. Ich hab's probiert, Alter. Mir einfach versucht, dass ich mich so nehme, wie ich bin. Das war eigentlich so der Hauptgrund der Message, sage ich einfach mal. Oh, Digga. Oh, no. Alter, ich schieß auf die Lampe, Digga. Ich schieß auf die Lampe, Digga. Alles klar, Bro. Aber schön, schön, Leute. Vielen, vielen lieben Dank. Alter Verwalter. Let's go. Wenn du verlierst, bist du erledigt. Beweise, dass du es noch drauf hast, Soldat. Das sind schon mal übelste Lobbys, Digga. Du merkst, das sind schon mal übelste Lobbys, Digga. Alles so eine kranken Geeks, die voll Aim haben. Ich hab voll einen am Sender höchstens, aber kein voll Aim heute. Wo fliegen man jetzt runter? Gucken wir mal ganz kurz. Zone kommt in 3 seconds. Dude. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone wird markiert. Ja, das willst du jetzt groß machen, ja, Alter. Keine Waffen. Mir guckt ein Dude zu. Ich hab 2 Kills, Digga. Ich bin noch. Warum guckt er mir zu, Bro? Digga. Ich scheiß grad so rein, Woody. Hab Spaß, ja? Wir können auch erstmal. Ne, Platten braucht man nicht kaufen. Feuer!
Feindliche Drohne ist aktiv. Feindliche Drohne ist aktiv, sind die auch räudig? Räudiger Shit, bra. Oh. Mein Gott, Digga. Hinter mir hat auch einer auf mich gesniped. Habt ihr gesehen? In dem Dingern drinnen, hier geradeaus zu, in den Hallen drinnen. Das Sandwich gekriegt wieder wie fett am Morgen, Alter. Sandwich. Sandwich. Roland, Diggi, Junge. 2 Jahre Full, Bro, Alter. Sexy, Junge. Mein Lieber. Vielen, vielen lieben Dank, Roland Schnuckel. Also, auch an viele generell, dass wir schon teilweise so viele Leute haben, die über 2 Jahre dabei sind. Auch teilweise sogar 2 Jahre schon Supporter sind. Das ist unnormal, Digga. Unnormal. Wenn meine Frau jetzt fragen würde, spontan, was denkst du, wie lange ich schon streamen würde, ich vielleicht sagen, 1,5 Jahre, wenn es hochkommt. Also schon 2 Jahre Supporter und Abonnenten voll haben, Digga. Das hätte ich auch selber nicht gedacht. Ohne Scheiße hätte ich selber nicht gedacht, Leute. Nimm mal Standardklasse, nehme einfach die Roboter wieder rein. So. Oh, Alter, das ist der Stefan, ein kleiner Schatz, die Maus. Die Leute mal ehren Stefan in den Chat auch mit rein, Digga. Digga, ich bin vielen, vielen lieben Dank, Stefan, Alter. Vielen, vielen lieben Dank für deine Gifte Zaps, die ich hin. Freue ich mich sehr, sehr doll drüber. Wir schauen dir alle gerne zu, ob es läuft oder nicht. Man kann einfach nur lachen und du machst den Tag. Dankeschön, Dennis, Alter. Ihr macht den Tag für mich perfekt, ihr süßen Mäuse. Jeden Tag aufs Neue, jeden Abend aufs Neue. Das ist echt schon nicht mehr normal, oder? Das ist schon gar kein, wie ich es geschrieben habe, gar kein Stream mehr, einfach nur. Wir haben uns jeden Morgen, das ist so höflich und niedlich, wie uns alle immer hier gegenseitig am Morgen begrüßt. Digga, was ist mit meinem scheiß Kabel hier gerade los? Und dass jeder so herzlich aufgenommen wird bei uns, das ist halt das, was ich so sehr schätze an euch. Und vor allen Dingen auch das zum Beispiel, wo ich die 20.000 Abos geknackt habe. Ihr habt euch mehr gefreut, als ich mich gefreut habe. Für mich mit. Wo habt ihr heute auf den Tag und auch irgendwie auf der Welt? Digga, ich habe nicht mal, ich glaube, von den ganzen Leuten, die ich privat wirklich kenne, also richtig kenne, da gibt es vielleicht einen einzigen, wenn es überhaupt hochkommt, der sich so mitfreuen würde, wie ihr euch für mich mitgefreut habt. Wisst ihr, wie ich meine? Heutzutage ist doch jetzt angenommen mal ein anderes Beispiel. Du kaufst hier einen neuen Wohnwagen oder sowas. Ja, und meinst du, da kommt einer von den Leuten, die du kennst oder den Nachbarn rüber und sagt, oh, geil, Digga, seid ihr gegönnt, finde ich mega. Das sind alles nur neidische Blicke, nur noch Leute, die nichts gönnen. Und ihr freut euch für einen mit und so extrem sogar, dass ich gar nicht mehr gekannt habe, Leute. Das ist einfach so unnormal schön bei euch. Und das ist, keine Ahnung, man. Da sagt keiner, red mal langsamer, der duschelt, der lispelt, der macht das und das. Ja, nicht mich so, wie ich bin, Digga. So schnell, wie ich rede. Ich konnte nie so schnell reden, weil immer alle gesagt haben, redest du schnell, mach doch mal langsam, hol dir mal Luft. Hier kann ich sein, wie ich bin. Das ist das Schöne daran, Leute. Das ist das Schöne daran. So, vielleicht wird da das Saufen noch holen. Dann liegt jetzt eine kalte Cola, hab ich aber nicht, Digga. Hab ich aber nicht. So, wir lieben dich in den Träumen. Auch bist du niedlich, ihr seid alle die geilsten. Ehrlich, moin, klingt gleich was schnupft, ja. 3 Tage lang, 3, 4 Tagen schon. Das fing meine Frau und jetzt ich.
Mario Schnuckelhauser, vielen Dank für deine 100 Sterne, Digga, und für deinen schönen Satz, Schnuckiputz. Mahlzeit Burkhardt, Grüße, Matze. Ach, wir wollten noch gar nicht die Schweizer, Schweizerdeutsch. Alter Verwalter. Digga, ich kann mich gar nicht wieder nach unten beugen, geht ja gar nicht. 90 Grad an die Sense. Ich hab auch mein falsches Dings an hier, merke ich gerade. So, jetzt aber. Oh. Wie die Tanner das bringt. Ach, Bruder. Musst du zumachen, umkippen. Zur Sicherheitszone. Was? Vorstoß. Das Gas der Ruhe. Schöne Grüße meiner Frau, Grüße meiner Frau, ihr Lieben. Hast du wieder warmes Wasser in die Füllt, ja? Beste überhaupt. So. Und grüßt euch, ja, die Mäuse. Grüß Gott, Dudes. Flieh mal Erdbeet runter machen. Action. Action. Action, Crap, Dude. Ah, da wollen wir da. So, Paketverlust schon mal gut. Latenz geht, FPS gehen auch klar. Also jetzt komm. Gruß zurück von Mario und der Rest der Family, mein Schatz, falls ihr es gehört hast. Ich weiß nicht, ich höre dich gerade nicht mehr, weil mir hätte auf dem Kopf. Juckt die Nase, mir brennt die Nase, Digga, Junge. Kennt ihr das, wenn ihr so oft rotzt und eure Nase putzt und irgendwann tut das hier unten schon weh und brennt, Digga? Und ihr schon so mit eurem scheiß Toilettenpapier oder Klopapier rotzt da oder Taschentücher. Das ist schon eine Art Schleifpapier zu Tare. Ich brauche meine Regina. Ohne Regina mache ich auch nichts. Toilettenpapier, Regina ist das Beste überhaupt, Freunde. Wo ist denn der Dude jetzt? Oh jo, Digga. Alles gut. Das brennt wie Feuer, ist so, Moni, Alter. Ich hasse das richtig, Alter. Ich hasse Nase putzen, Alter. Weiß ich nicht. Rotz dich lieber. Rotz dich einfach lieber Nasenloch zu, halt wie die Fußballer. Zack, raus mit der Rotznase. Ich kann nicht gucken, wie viele Kisten gekommen sind, aber allein schon, dass wir das Perk gehabt gefunden haben, ist schon der Gold wert. So, mal aufdrehen, ja, aufdrehen, schön und gut. Bin aufgedreht genug. Und ich könnte mal auf den. Digga, da zieht der den Fallschirm jetzt für einen halben Meter. Wenn ich den Fallschirm ziehen muss, das sieht er nicht, oder was? Ich sag, Leute, ich habe morgen meine OP, also bin ich ab morgen Abend nicht mehr live. Also morgen Vormittag bin ich noch live und danach erstmal nicht mehr. Ich weiß nicht, wie viele Tage oder wie lange überhaupt, das kann ich euch nicht sagen. Aber erstmal nicht. Wollen wir jetzt überhaupt spielen? Ja, Robert eigentlich zocken, ja. Oh, jetzt habe ich die Schweizer ausgenommen. Ey, bin ich ein Bastard, Digga. Bin ich hässlich und stinke, Junge. Leck mich, Alter. Leck mich einfach, Junge. Dieses voreilige Scheiß jedes Mal da, Alter. Das war schon dämlich von mir gewesen. Tampon rein, oder was sagst du, Junge? OBs. Weil ich lese erstmal OBS, Digga, Alter. Alles klar, Junge. Hier, moin. Kann man hier überhaupt hochfahren mit dem Auto? Was ist das hier für ein Wanderweg, Digga? Ist er extra für ein Auto gedacht oder nicht, glaube ich? Ich glaube schon. Ich glaube doch, der ist extra für das Auto gedacht, der Weg. Genau, Tichi. Alles klar, Bro. Der hat mich da jetzt angeschossen und vom Wo vor allen Dingen.
Wer hat mich jetzt von wo angeschossen? Das will ich jetzt gerne mal erfahren hier. Plötzlich keiner mehr da oder was, Leute? Wir rollen hier sauber hier. Wo ist denn der Dude hin? Kopf geht ausgeschalten, egal wie scheiße mein Tag war. Ein paar Minuten mit dir und schon. Das ist schön zu hören, Jens, mein Lieber. Ich drücke euch, ihr lieben Mäuse. Ich freue mich so auf das Sub-Treffen, Guys. Wir müssen ein bisschen mal gucken. Location ist ja wahrscheinlich in Schmölln. Aber wer da überhaupt Bock hat und Zeit, das hinzukommen, müssen wir mal gucken, dass wir es die Woche. Digga, ich krieg von mir einen Headshot. Egal, ich hab keine scheiß Platten drin, ja, pick mich, wenn ich bin noch nicht gut, Alter, ich bin noch nicht gut. Ich bin noch nicht in den gut, Freunde. Ja. Svenny, Morsche, Christian, Michi, schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Ah, Topferwarter. Ich muss erstmal warm werden, welche Runde ist das? Ist das schon die dritte Runde nicht, oder was? Ist das schon meine Aufwärmrunde zu Ende, danach, oder was? Topferwarter, ich könnte kürzen, Mann. Ich könnte so kürzen. Jo und jo. Weil ich will mal Granaten schmeißen mit E, Digga, weil ich jetzt einen Tag oder mal 10 Stunden die MW2 wieder gezockt habe, bin ich so oft hängen geblieben, dass ich die Granaten mit E und Q schmeiße. Ach, ich will doch nicht, Alter. Ich will sie doch auch nicht, Mann. Ich weiß es doch nicht, ey. Gulag, was habe ich auf einer Gulag-Binrate aktuell, Digga? Das ist so ein Ding, das pushe ich schon gerne hoch. Da will ich schon drauf anlegen, dass ich da auch den Gulag irgendwie gewinne. Das Game interessiert mich gar nicht, die Siege jucken mich nicht, aber die Gulag-Binrate, die juckt mich irgendwie. Keine Ahnung, da spiele ich irgendwie immer ein bisschen drauf hin. Ich meine, wir spielen jetzt nicht extra safe im Gulag, sondern wir gehen schon ja, ganz normal drauf, aber trotzdem juckt mich das. Ja, Steffen, das ist ganz komisch, Digga. Unter mir. Sveni, was so lucky ist auf dem Junge? Bist du auf dem Maul oder was, Junge? Insensibel, du weißt, Bruder. Wo ist denn der hin? Der hat relativ schnell Schild wegbekommen, der Dude, ja. Das gibt's nicht, Digga. Ey, das gibt's nicht, Digga. Zieht sich einfach von mir hoch, Junge. Soll ich mich da jetzt mit hochziehen? Wir versuchen es einfach, Digga. Scheißegal, oder? Nicht mal wenn wir neu starten, ist egal, Bro. Ah, so low, Alter, der Lappen, Digga. So close, Junge, du fetter Bastard. Alter, nee, hör mir auf, ey. Ein paar aufs Maul, du Panel. Ich geh erstmal aufs Klo ganz kurz. Ich beeile mich, Leute, ihr wisst, was ich meine. Hacken. Ich bin aber am Stream, ihr könnt mir schreiben.
Prüft eure Ausrüstung und Waffen. Wir brechen bald auf. Feindlicher Soldat in der Nähe. Junge, da fliege ich schon wieder los. Genau richtig gekommen, Junge, genau richtig. Einer von meiner Blockillus ist schon mal drin, Alter, so eine Rotze. So eine Rotze, du. Alter Verwalter. So, Position, Sitzposition, so. Oh. Zeig it her. Wir können auch eigentlich danach Subgames machen, Leute. Spontanität. Spontan, Subgames. Tibi ist schon wieder wach, Alter, der hat echt nicht lange gepennt. 40 Minuten ist er schon wieder wach. Eieiei. Diggi, grüß dich, meine Kleine, danke dir. Na, 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 na. So, oh, da hat einer mitgekommen, Digga. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sitze irgendwie komisch gerade, Leute. Ich habe keine gute Sitzposition. Ist eigentlich unten reingesprungen, der Dude, oder bin ich durch, Leute? Ist eigentlich unten reingejumpt, der Dude? Oder ist der. Ne, der ist hier nicht rein, hä? Ich dachte, ich hätte eine Scheibe gehört. Rein mit euch, ihr Lieben. Wir machen spontan die Subgames am Modis. Digga, ihr ist ja absolut gar nichts mehr am Loot. Moin, moin, mein guter, grüß dich, Jens. Der Ballon ist schon mal gut. Komm ich ja nicht durch mit meinem fetten Bau oder bei dir? Schweine. Brian, grüß dich. Da hinten ist noch eine Kiste, die holen wir nachher, wenn wir zurücklaufen. Oh shit, Bro, Bunkerkarte ist da. Hilft doch heute kein Kaffee und kein Koffeintabletten. Ja, nichts hilft heute, Digga. Einfach mal schlafen, ich will einfach mal gerne so 10 Stunden durch bin oder 8, oder das ist schon echt ein Träumchen. Vorratskiste ist schon sexy. Ausrüstungskiste erhalten wir eine nur. One chest left ist auch noch meine, genau nicht mehr. Okay, krass. Ist gar nicht so weit weg, denn. Ja, nach der Runde spontan Subgames, ihr Lieben. Wir wollten spielen Robot Timer Reader. Dann spielen wir auch gerade wieder die Amogera mit dem ganz, ganz kurzen Lauf, mit der G-Geschwindigkeit, mit dem S-G-Kompaktgriff und mit dem Schaft, der auch nochmal G-Geschwindigkeit gibt. Ist halt wirklich richtig, richtig gut für Close Range. Sobald er ein bisschen weiter weg ist, dann bist du natürlich mit dem Body-Lauf besser dran. Kiste von dem Gegner kann man auch genau hier runter eigentlich. Muss doch ja auch in der Nähe irgendwo sein, der Dude. Sehe ich nicht, Alter. Wir haben ja auch eine Bunkerkarte, gehen wir einfach rein. Wenn der nicht irgendwo abcampt, der Brudi. Wenn wir mal Drohne kaufen können, wir Idioten. Muss erstmal machen. Mal ein Dröhnchen holen. Wir haben Aufklärung online.
Alles klar, kein Schwein hier, alle oben. Rappt ihr mal übelst da. Oh, warte mal, was ist denn jetzt los, Digga? Ist er da oben jetzt? Ist der nicht da oben? Ne, der ist weiter geflogen. Okay, 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 rein hier. Drohnentreibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Auftanken. Wir haben noch irgendwo eine Essmine liegen, dass wir so ein bisschen nach hinten abdecken können, aber haben wir nicht, ne. Moin Jordi, grüß dich, mein Guter. Feindliche Drohne ist aktiv. Yo, Hardliner, wir haben eine feindliche Drohne, glaube ich, oben gerade gehabt, oder was? Habe ich das richtig gehört? Scheißen Dreck, Alter. Nicht cool, Buddy. Ist gar nicht cool, Brother. Aufwendig schon mal sexy, gehärtet und Geist natürlich absolut feiert. Oh, wir haben Geist gefunden, Digga. In dem Moment, wo ich sage, wir haben echt Geist gefunden, das ist schon wieder und alarmiert auch noch, Digga, das schmeckt so heftig, Junge. Das schmeckt richtig lecker. Jom, 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 jom. Jetzt bin ich gleich wieder tot, Leute. Ich fühl's, Digga. Ich fühl's doch schon wieder, Leute. Ich fühl es. Tag, Danny, mein Lieber, grüß dich. Hardliner zum dritten Mal. Packt mich jetzt ein bisschen ab. Hardliner brauchen wir nicht. Zielgebiet markiert. Haben wir schon zum dritten Mal gefunden, auch zum dritten oder vierten Mal Selfie. Nein, ich habe Prezi, obwohl das mein Prezi ist, verstehe ich auch noch nicht. Wir können Adra. Ich weiß mal, woanders hinfahren, Digga. So, wir fahren. Na, geht oder Airfield. Moin, Roman, grüß dich. Sydney, Tobi, grüße, moin, ihr Lieben. Mal probieren, oder ist das ja scheiße, wenn wir hier so rausgehen? Hm. Wir haben auch einen Shop mit, wir Vollidioten. Ich habe einen Shop zum Werfen, Junge. Was richte ich mich ja nach dem Shop, der da vorne ist? Stimmt, wer mich auch töten kann? Wie, wer mich auch töten kann? Das check ich gerade nicht. Was habe ich jetzt überhaupt gesagt? Und was ging's denn gerade noch, Alter? Völlig vergessen, Alter. Völlig lost, der kluge Junge. Nehmen wir erstmal unseren Prezi wieder mit. Setzen den Prezi einfach da drauf. Und holen nochmal eine neue Drohne. Vielleicht kriegen wir den ja K.O. Manchmal hat man Glück, manchmal nicht. Gut, hier haben wir kein Glück. Und hier muss halt rennen in die Bude da. Wenn er jetzt nicht unbedingt oben guckt, dann sind sie ziemlich tot. Kommt noch ein anderer gerade von vorne, Leute. Wir haben Aufklärung online. Ist jetzt der Dude oder ist der noch oben im Haus drinne? Ist echt da einer im Haus drin bei mir? Das gibt's nicht. Wie viele sind denn da von den Wichsern schon wieder von den Ketchup-Kindern hier? Auch mein eigener Prezi bestimmt, weil ich auch töten kann. Naja, nee, aber den Prezi mache ich ja komplett woanders hier. Der geht ja gar nicht über mich drüber. Das haben die dann sonst noch nie so angesagt. Wenn ich den Prezi jetzt 5000 Meter weit weg mache, steht das trotzdem da. Feindliche Drohne ist aktiv. Wir haben Aufklärung online. Drohne beginnt. Ein Ballon ist einer. Jetzt mit dem Ballon ab oder was? Ist schon weg. Der ist schon weg. Der andere ist halt in dem gelben Haus jetzt drinne. Der andere fliegt aber auch noch so blöde über uns. Der ist doch doof. Geh mal ins gelbe Haus erstmal rein. Hab den mit der Granate abgesteckt, Digga, von oben auf den Kopf getroffen, deswegen ist er gestorben. Das ist ja auch lucky. Das ist ja auch lucky, dude. Christian, Sascha, grüßt euch, ihr Lieben. Der eine springt jetzt erstmal hier raus. Zum Auftanken.
Dann wird noch gejagt oder was? Dann können wir noch eine Drohne kaufen. Na Christian, Junge, der hat mal eine ruhige Geschichte, Moody. Wir haben Aufklärung online. So, wir haben schon wieder übel viele Leute da in der Stadt, Digga. Wie sind denn hier? Oh, holy crap, Mann. Der läuft sogar zu mir hoch, der Dude. Ich treffe ihn nicht mehr, Bro. Komplett daneben geschossen gerade. Kann weitergehen. Ja, da wäre es die Ammo und die anderen laufen natürlich besser gewesen aus der Range, ja. Hier fliegt einer noch über mir. Der andere ist da vor mir drinne. Eben so schon zu mir hin so ein bisschen. Wo ist der jetzt hin, der andere Dude? War komplett low, der Lappen. Ist das Haus jetzt gelaufen oder was? Oder der Ghost? Auch eh zwei Leute eigentlich in dem Haus drin, oder nicht? Jetzt ein Prezi kaufen und dann können wir das Ding zerstören, das Fahrzeug, haben wir genug Cash wieder. Oh, er hat schon einen Cluster, hat er schon. Oh, der schießt auf uns, der schießt auf uns, der Wichser. Ist der denn nicht unsauber? Komm, trifft den bitte, den Dude. Trifft den bitte. Komm jetzt. Jawohl, geht doch. Mal insammeln hier ein bisschen, mal durchhuschen auf die Schnelle. Wenn wir hier noch die scheiß Bombe brauchen, wir nicht, Alter. Ja, wie läuft's? Ja, bescheiden. Siehst du ja selber, Dickchen, das ist hier Schnuckelhase. Dann wünsche ich auch einen entspannten Jens, mein Lieber. Hinter mir, Dicker. Ich muss gerade sagen, der Einzelte dabei wird den ganzen Tag in den Badlobby gerade, Alter. Probieren auch zwei in der Halle drinnen, in der blauen. Warum die dich jetzt nicht beschießen, ist mir auch schon ein Rätsel. Die warten nur, bis ich komme wahrscheinlich. Achso, ein Schildwichser ist das, Digga. Das ist natürlich räudig, Digga. Das ist natürlich räudig für den anderen gegenüber. Drohne beginnt Überflug. Dann müssen wir uns auf jeden Fall mit einmischen. Mal gucken. Das Gas nähert sich dir. Drohnentreibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Ausgang. Ja, so schlecht, Digga. So schlecht bist du, Digga. Drohne ist aktiv. Harry, grüß dich, mein Guter. Wir hätten hier noch ein Kopfgeld, Digga. Wo ist denn das Kopfgeld? Also, hier mal runterkommen, scheißegal, Leute. Geh mal runter. Das Missionsziel lautet, das Kopfgeldziel auf. Close. Close, right side. Ein scheiß großes Haus, auch übel unübersichtlich, aber ich glaube sogar gar nicht mal so verkehrt, gerade Solo Du oder wir sind ja vielleicht auch Squads, da runter zu springen. Ich glaube gar nicht so verkehrt der Ort.
Der ist da oben drin, oder? Nee, ist er nicht. Doch, ist er. Jo. Warum treffe ich den denn so nicht? Muss man einen anderen Plan nachgehen, Digga. Müssen wir einen anderen Plan, sag mal. Plan XY irgendwie. Kuckuck. Immer schön nach hinten kommt ausgeschaltet. Wundervoll. 48 Mille. Digga, geh doch einfach die Scheibe durch, Junge. Jedes Mal dieses Hängenbleiben an der Scheibe, geht mir richtig auf den Sack, Junge. Na, mit der SIP nicht, da gibt's ja leider, wie gesagt, Digga. SIP wird's dafür genutzt. Oh, sniped einer auf meinen dreckigen fetten Nacken. Oh, da unten sniped er sogar auf mich, oder was? Bin gelasert, Bro. Jetzt ist man hier auf mich geschossen. Genau so wie du. Preise der Vorratsstationen wurden angepasst. Er pusht mich nicht, oder was? Pushen sollen, Herr Dude, hätte mich pushen sollen. Servus Markus, grüß dich. Natürlich, wie geht's dir, Brudi? Wir haben Schuss verkauft und die haben eine feine Drohne rausgekloppt. Ich glaube, wir jetzt auch drei Drohnen kaufen, nochmal ein neues Selfie kaufen. Eine Drohne mitnehmen eventuell. Müssen aber aufpassen halt. Ich muss alles noch zu, das ist schon mal gut für uns. Wir haben Aufklärung online. Drohne beginnt Überflug. Wir haben Drohne Aufklärung Überflug. Online. Beim nächsten Rennen ist tatsächlich der Dude hier. Und den irgendwie erstmal versuchen zu holen. Hinter mir wird noch einer aus dem Bunker rausgekrabbelt. Läuft oben auf dem Berg, dann wollen wir uns nicht unbedingt sehen. Dann hat der Highground, dann gehen wir vor aufs Maul. Also versuchen wir so zu laufen, dass der uns nicht mitbekommt. Das wird schwierig werden. Richtig schwierig. So. Wir haben Aufklärung online. Puh, unter unserem Haus. Ich zieh los. Self hab ich doch geholt, Bro. Doch geholt, Schnucki, nebenbei. Aber guter Gegner. Ey, was denn du hier, Schnucki, ne? Wie geht's? Es geht. Ja. Es geht. Ja? Ja. Ich freue mich, dich zu sehen. Schön, dass ihr da bist, Diggi. Das ist der Gulag. Ja, sehr schön. Überlebe, dann darfst du wieder in den Einsatz. Da war gut der Gegner gerade. Bist schon bald an der Reihe, Soldat. Alles gut, Mann, und nicht schön, noch in die Zocke zu schreiben, Buddychen. Kämpfe dich raus, um zur Front zurückzukehren. Wenn du moin, moin, Dennis, grüß dich. Beweise, dass du es noch kannst. So, 12 Leute leben jetzt insgesamt. Der Kampf ist vorbei.
Ja, kenne ich nicht, Digga. TikTok habe ich nicht. Also bin ich nicht mit involviert mit TikTok. Habe ich mir zwar runtergeladen, aber. Digga, wenn ich jetzt auf TikTok anfange zu verfolgen, dann kriege ich auch mal komplett eine Klatsche. Wir haben so viel Cash, Digga. Das Gas breitet sich aus. Wie viele Kills hat der gerade, der TikToker da? Okay, unten noch einer über mir. Der wird jetzt hier wahrscheinlich zum Seil laufen, die Richtung oder was? Und der läuft zum Seil. Ist das der TikToker vielleicht sogar hier? So aus, oder? Ja, das war er nicht. Das war nicht, Dude. 6er KD hat der. Ach, juckt mich nicht, Digga. Warum, ich weiß nicht, warum ich mit 6er KD spielen und zusammenkomme, weiß nicht warum. Oh, Digga. Bitte Aufklärung. Hab schon Schlimmeres überstanden. Da kommt der Schildwichser hier wieder. Zur neuen Sicherheitszone. Gas nähert. GG, Bro. GG, null Muni, Alter. Null MP-Muni. Was soll ich machen, Leute? Was soll ich machen ohne MP-Muni, Alter? Der Feind hat diese Schlacht gewonnen. Was soll ich machen? Er spielt natürlich wieder PPSH. Was soll er auch sonst spielen? Bin ich sogar zum Desktop raus, weil ich so wütend bin, Alter. Ach, nee, Alter. Das kotzt mich gerade an, Digga, Alter, Junge. Hätte ich MP-Muni gehabt, Digga, mit einem Scheiß-Drecks-MG da rumzustehen. Packt mich gerade übel ab, Junge. Ja, also geht das Game wieder so nicht zu starten, Digga, mega. Ja, anscheinend müssen wir auch wieder PPSH zocken. Wird mal eine Chance gegen die Schwitzer überhaupt haben, Alter. Das fuckt mich gerade schon wieder übel ab, Leute. Nee, das ärgert mich gerade richtig. Wir machen jetzt Hubgames, ihr Süßen, ihr könnt reinkommen. Mann, du. Ärgerlich. Ja, Markus, grüß dich, mein Lieber. Ist halt beschissen, Digga. Du willst einmal irgendwie andere Waffen zocken. Das kannst du nicht machen, Digga. Gerade nicht, wenn so ein Schwitzer kommt. Wir haben so gut 18 Kills gehabt, Digga. Und dann sitzen wir da mit einer scheiß 0 MP, Kack-Munition und dann wichst der uns weg, der Lappen. Aber war auch ein kranker Spieler. Hier müssen wir halt wieder alle dieselbe Fick-Scheiße zocken wie jeder andere auch. Und dann ist sie halt wieder gut. Hallöchen. Grüß dich, Muni. Jetzt die 10 kannst du knicken, Digga. Würde ich nicht zocken, Bro.
Moin Alex. Grüß dich Sascha. Moin. 14 Uhr. Grüß dich. Mahlzeit, mein Lieber. Sonntag kann man überall, zu welcher, egal zu welcher Zeit, kann man guten Morgen sagen am Sonntag, mein Lieber. Grüß dich. Hey, so, wir hätten noch einen Platz frei, Leute. Let's go. Ich bin gleich wieder da, Leute. Juhu. So, dann machen wir jetzt zu dritten Round. Oh, what, dude? Liebe Grüße zurück an der Mutti. Schön. Ja, die liegt. Freue ich mich. Die liegt aber momentan flach mit Rheuma, ganz starke Schmerzen. Ach du Scheiße, Alter. Dann meinte Besserung, meine Mutti. Meine Festplatte ist hin von meiner PS4 einmal gegen den Tisch getreten und die Festplatte ist hin. Gegen den Tisch getreten und die Festplatte ist hin? Das ist ja heavy, Alter. Meine PlayStation hat ein bisschen mehr ausgehalten damals, Alter. Die habe ich teilweise immer richtig weggeschmissen, das Ding. Und das ist immer noch gelaufen, die Kacke, Junge. Oh, ey, Digga, das war so eine gute Runde, da kommt so ein Dude, Alter. Fuck mich übel ab, ärgert mich ein bisschen, weil ich noch nicht so gut mit dem Aim heute drauf bin. Ah, nee. Na dann, let's go. Alter Junge, ich muss meine Scheißmedikamente auch noch nehmen, meine Nase läuft und juckt. Also könnt ihr mal Moderatoren bitte mal unten fixieren, dass ich ab morgen Abend nicht mehr da bin nach der OP, Leute, dass die Leute Bescheid wissen, auch in Telegram und hier im Chat immer mal ab und zu. Wie lange bist du da, Alex? Ja, ein bisschen wieder besser geht, dann mal mein OP im Mund. Und wenn es mir wieder besser geht, dann bin ich wieder da. Okay. Das ergibt Sinn. Ja. Ebola, grüß dich, mein Schnucki. Grüne Grüße am Mudi. Kevin, Grüße. So, was ist jetzt hier los? Jetzt geht was, hier was? Jawohl. Meiner. Da. Eine andere Spielweise, ne? Aber richtig.
Das merkst du richtig, ey. Das ist echt dumm. Snipen und alles. Aber ich finde das Snipen besser bei MW, Alter. Na gut, außer die hätten halt einfach die Schweizer so gelassen, wie sie vorher war, dann wäre das Snipen ja auch absolut geil. Aber anscheinend muss ich hier die Mittaglassen heute zocken zum Sonntag, Digga, bei den ganzen Schwitzerschwein. Bock habe ich nicht drauf, aber was soll's. Irgendwie würde dir gerne die Erholung von der Ostsee abgeben. Ey, bist du lieb, Rivola, danke dir, Schnucki. Das wird schon irgendwie, Brudichen. Aber vielen lieben Dank. Moin, Henning, Grüße. Wir machen jetzt ein bisschen Subgames, Guys. Alter, ich sitze irgendwie heute nicht gut auf meinem scheiß kleinen Ministuhl, Junge. Guys, eigentlich stehe ich, Ministuhl? Ja. 22, ne? Naja, meine ich ja. Ist nicht so einfach, aber eigentlich stehe ich ja, aber... Ich sag immer Stuhl dazu. Sieht so aus, zumindest von Weitem. Für den Eis rumreden, ich könnte auch eins vertragen. Der bringt mir eins rum, Junge. Noch arbeiten, Mikey. Du hast andere Arbeit wie du, mein Guter. So. Ja, von hinten. Oh, hoin. Okay. Und alle, die dachten, Digga, ich hatte hier irgendeinen Blödsinn und nehmen das auch Spaß mit, dass es irgendwas Sniff-mäßiges durch die Nase gibt, was wach macht. Das war doch nicht irgendwie spaßig gemeint auf irgendwelche Drogen, Leute. Ich würde doch niemals Drogen nehmen als Krebspatient. Ich rauche Cannabis. Das ist so was. Das heißt so. Und das zieht man halt durch die Nase. Das ist halt nun mal so. Das ist halt Energy-Sniff. Das ist doch nichts Verbotenes, Mann. Das ist einfach, dass du halt wach bist. Genug Training. Und das hilft relativ jetzt schnell und gut. Wir den echten und dann haben viele geschrieben, ja Digga, warum redest du drum rum oder um einen heißen Brei? Es war doch nicht um einen heißen Brei geredet. Das ist, kann man, das muss man, das steht Wildkraut Energy Sniff. Das ziehst du durch die Nase und dann bist du wacher danach. Das heißt Wildkraut, das ist, wir sind, da haben die Leute echt gedacht, ich erzähle irgendwie über Drogen oder über Kokain und versuche das irgendwie anders zu erzählen. Leute, ich bin doch nicht beschissen, Digga. Junge, ich bin ein Krebspatient, ich muss Blut abnehmen lassen und alles. Das einzige Droge, die ich nehme, ist Cannabis. Und das kann man frei legal kaufen. So. Ich weiß nicht, Alter. Ich bin immer ehrlich durch gewesen. Ich würde damit auch nicht rumdrucksen. Seitdem ich springe Arsenal raus. Jeder muss doch selber wissen im Leben, was er macht. Ich sage euch, ich muss das Drogen euer Leben kaputt machen. Egal, welche Art von Drogen ihr nehmt. So. Warte mal, den könnte ich von uns... Ich habe wieder ein Paket von das, aber warte mal. Digga, Paketverlust und kein Aim, das macht's nicht besser heute, die Kombo. Oh, hier ist noch einer vorne. Digga, wenn mir lag das übel heftig, Bro, was ist denn los? Was ist denn los, my fucking man, dude? Holy shit. Die Alex gar nicht gut, ne? Kommt ihr zu uns nicht mit rein, oder sind da schon welche blaue? Blau sind schon welche, Alex, warte, ich komm bei dir runter. Oh, die sind hier schon bei mir, die sind oben drin, ne? Eine eigene Waffenkiste gehabt, Bro. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich hab bloß Platten. Hier liegen Waffen, Digga. Hier liegen Waffen, Bro. Wir haben auch einen Blau. Über uns war aber einer, oder was? Du über uns. Der ist noch über uns, der Dude, glaube ich. Über uns war die Scheibe schon kaputt, oder bin ich blöde? Ich hab eine Ausrüstungskiste gefunden, Digga. Lol. Dann schmeiß ich die oben aufs Dach drauf. Wir müssen uns irgendwie hochkommen jetzt. Ohne ja, das meine ich ja. Wir sind rot, Digga. Ja, ja. Das wird jetzt schwierig, Diggi. Ich, Digga, was mache ich denn jetzt? Ich lasse die Kiste erstmal liegen, glaube ich. Obwohl. Hier drüben, nee. Alex. Der Shipwreck. Bei uns? Ist er bei uns im Haus schon? Nee, anderes Haus. Was denn, Timmel? Ja, ich muss mein Lowly einfach irgendwie. Danke dir. Die waren gegenüber, musst du aufpassen. Ja. Ja, der kommt. Digga, hinter mir jetzt auch noch. Ja, ich bin dran. Unter mir ist, glaube ich, einer, Digga. Ja, ich muss Platen kurz. Kann ich machen. Unten am Shop sind wir hier. Also eine Täuschgranate. Drei über dich. Pilzi! Hinter mir. Kommt mir, glaube ich. Einer drüben, drin. Ja, chill.
Einer Minus. Noch einer Minus, noch einer Minus. Beide down. Oh, aber. Wir können den Money holen. Drüben beim O-Haus sind sie noch, Bro. Schick der Platten raus, Digi, hier. Ja. Danke. Noch eine Platte für dich. Ich geh Money holen. Da kommt einer oben geflogen. Ich seh ihn bloß nicht. Ist noch keiner, die waren das zwar schon mal. Naja, ja, die sind Ohrhaus, Bro. Unterwegs. Wildkräuter sind die besten, um krank klar zu kommen. Ja, ist so, Dicker, Alter. Wildkräuter sind gut. Ich finde das nämlich jetzt schon seit 3 Vierteljahr, Dicker. Ja. Musst du es ja nicht durch die Nase ziehen, das ist halt dafür gedacht. So, danke schön, Thomas. Rudi, Dicker, nicken, ich mach das Auge. Vielen Dank für deinen Support, Bro. Ich würde sagen, wir gehen rüber. Ich mach mal Gameboy kurz. Jo, 2 Leute. Oh, Rakete hinter mir. Oh, shit, Bro. Alles gut. Komm, glaube ich, Alex. Feinde landen hinter mir irgendwo. Ja. Digga. Damit die Menschen in Ordnung. Werfe Granate! Da kommt die runter. K.O. Richtig, Bro. Einer ist K.O. links, aber den links. Hast du den finnischen? Den Dude? Nee. Ja, hast du den bekommen, den Kill, okay? Oh, der erste Mine. Ja, moin. Nope. Er ist tot, ja, hab ihn. Der oben war? Ah, nee, der hinter den abgeschossen hat. Nee. Oben sind doch 2 Leute, Digga. Warte. Du bist gar nicht mehr oben, Digi. Oh, Digi. Alter, diese ganzen S-Minen, Mann, ey. Come on, hab ich K.O. den Muni markiert hat? Warte, ich komm jetzt hier hoch. Hier. Da ist noch einer auf der Treppe. Okay, hab ich. Ja, wieder PPSH, Digga. Junge, packt doch eure scheiß guten Waffen weg. Da kann man auch nur eigentlich, Digga, Mann, Junge. Nee, das kannst du auch nicht anders, ne? Deswegen, ja. Ich spiel gerade Amaguera, ich meine, sie läuft trotzdem gut, aber normalerweise PPSH besser. Die kannst du gut spielen, finde ich. Ja, Amaguera kommt direkt danach PPSH. Soll ich nach Dings? Achso, machst du schon, okay, dann sieht er kaum. Ja. Ich würde trotzdem, ich hab ja schon, was hab ich auch schon? Nee, hab ich die Kiste abgenommen auf dem Tag? Was hab ich denn rausgenommen? Hä? Ich hab auch okay, glaube ich, oder? Ich hatte doch aber schon Waffen gefunden gehabt vorher. Hatte ich eine Ausnahme? Hab ich jetzt schon Ghost genommen, Leute? Schreibt mal mit dem Chat rein, Leute. Was habe ich aus der Kiste genommen, die ich geworfen hatte? Hast also, du gehärtet denn gefunden? Nee, ich habe gehärtet genommen, genau das war's. Genau, ich habe gehärtet genommen gehabt. Danke, Moni. Ja. Siehste? Also, oben Gegner! Bei mir an der Kiste, oben genau an der Mauer oben. Ich bin tot, der ist low, der ist todeslow oben. Da kommt noch einer rein. Ja. Nein. Ah, leck mich. Ey, mal ganz ehrlich, wie viele Teams sind da, Bro, Alter? Wie viele Teams, Junge? Du bist jetzt im Gulag. Ich brauche auch immer einen Muntermacher, damit die Kräuter nicht so inaktiv machen. Ja, ist so, Bro. Nicolo, grüß dich, mein Schnucki. Das Problem ist, Rebola, wenn du zu viel nimmst, egal von was, ist ja alles nur dasselbe, ob Tablettenform oder Pulver oder irgendwas, dann habe ich das Gefühl, dass ich noch müder. Koffeintabletten, Digga, da hat eine Tablette 300 Milligramm. Wenn ich davon 2 nehme, da bin ich weg. Das ist irgendwie nicht normal, Alter. War besser als die ganzen Energy Booster. Was war das? Wo liegt meine Gulag? Gewinnen wir die überhaupt bei was denn jetzt? Bei 60%, 65%, 70%? Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen Spaß macht, so ein bisschen die zu steigern. Ansonsten das Game juckt mich nicht. Alter, willst du dich boxen oder was, Großer? Willst du dich boxen? Da komm ran hier auf den Meter. Box dir in die Eier am Stehen, die so klein bin ich. Bleib mal locker. So, gucken wir mal, was jetzt hier geht, Freunde. Ulak. Na dann gib ihn. Gucken, ob ich mir sagen kann, wo er ist. Mittig durchgelaufen, der kommt links außen, pusht. Aufgepasst, Soldat. Der ist schon da, der kommt. Das war ein übelster Geek, Digga. Hast schon gesehen, wie der gemoved ist und gepusht hat? Ja, ja, ich hab aber auch schon voll verinnert, aber auch, ey. Alter Schwede. Digga, ich seh ihn noch gar nicht. Ich seh ihn. Ich hab einfach geschossen. Ich seh da nichts. Da kam gerutscht, hab ich gesehen, danach gar nicht mehr. Wir hätten noch Looper. Die Looper ist auch assi da unten. Die Looper hier könnte auch komplett assi sein, wenn es offen ist.
Aber ich werde, glaube ich. Unten würde ich nicht hingehen, da war eben ein Sniper. Wo, bei der Lupe hier? Nee, bei der anderen. Bei der anderen, ich würde gleich zur Kiste gehen, sonst habe ich nochmal neu. Ich habe immer keinen Bock, mit dieser Scheißwaffe rumzurennen, aber ich gucke von oben, ob ich was sehe, und sonst fliege ich zur Lupe. So, hier sehe ich schon mal nichts. Bei der Kiste sehe ich auf den ersten Blick auch niemanden. Das Gas ist hier auf den Fersen. Ich werde auch die scheiß PBSH spielen. Müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie zum Dings kommen. Da haben wir kein Auto mehr da oben stehen. Ich gehe jetzt einfach den. Ist das schon gelootet überall oder was? Dann gehe ich zu Dings hier irgendwo. Ist hier nicht ein Ballon in der Nähe gewesen? Nee, gar nicht mehr. Überall schon gelootet hier oder was ist das für Scheiße, Mann? Gehe ich jetzt hier hin. Mit dem LKW da oben. Im Berg irgendwo, Sniper, piu, Headshot. Das wird sowas gleich kommen, die 100%ig, Diggi. Das ist immer so, diese Map, ey. Aber absolut. 75%, das ist doch ein Ansporn. Ich will wenigstens auf 80, 82% kommen, das ist schon geil. Ich glaube, das wird doch relativ spät aktualisiert mit den Gula. Gestern und vorhin haben wir, glaube ich, so gut wie fast nur gewonnen, die Scheiße. Digga, hier höre ich ja gar nichts. Keiner schießt, keiner läuft, keine Kisten. Ich weiß, mit dem LKW ist mir ja, Alter. Ich fahre. Da schießen sie da vorne, haben sie gerade geschossen. Die schießen auch schon da vorne wieder. Vorratskiste bereit für die Abholung. Ich fahre. Wir hätten auch ein Jeep da stehen, aber LKW ist, glaube ich, sicher nicht nur Platten überall rum. Auftrag aktualisiert. Ein neues Zielobjekt wurde identifiziert. Ich kann direkt schon einkaufen, das werde ich auch erstmal machen. Bevor ich jetzt gleich auf die Fresse kriege. Oh, eine Waffenkiste ist für euch hier drin. Ich markiere das gleich mal. Ich fange von oben an oder ich mache Ladies First, wenn das okay ist. Wir werden eh gleich das Geld zusammen haben, Bro. Ihr habt doch schon 2,6, nur 500. Meine ich ja. Die Kiste. Oh, ich werd angeschossen. Trotzdem hoch bin ich nichts, ja. Alter. So, Geld haben wir zusammen. Oh, hinter uns? Hinter uns. Lol. Digga, was soll ich denn jetzt hier machen, Leute? Mal ganz ehrlich, Alter. Dauermarker ist ein Looter, okay. Das schafft er 100 vom Leben. Nimm jetzt Sascha und dann fahr ich dann mit dem Ding jetzt hier weg. Weil die werden eh kommen jetzt, Digga. Ich fahre. Soll ich meine Waffen da holen oder lieber nicht? Ja, kannst du probieren, ich weiß auch nicht, oder flieg zur Kiste hin. Flieg zur Kiste, die werden dann. Wir haben ja schon wieder ins 8. Wir looten dann einfach, du fliegst zur Kiste, wir gehen da runter, wo wir vorhin gestorben sind bei den Häusern. Wir looten links außen weg oder wir ficken hier im Ohrhaus. Brauchen wir nicht mehr so viel Cash für Moni. Vor allem hier Drohne. Mhm. Da vor mir sind die, sind vor mir am Ohrhaus, Digga, ein ganzes Team, Digga. Wir müssen weg, wir gehen in das große Haus, gehen wir rein, wo der Helikopter drauf steht. Da ja, looten wir noch ein bisschen, oder versuchen zumindest zu looten. Ich hab mir auch Overkill genommen, MP hab ich gar nichts. Das ist scheiße. Da Himmel, oder? Hinter mir ist ein Sniper irgendwo. Digga, willst du mich rollen? Ey, wie schluckt denn der Huren, Junge? Brauchst du Platten? Komm her zu mir, Digga. Ich komm. Hinter mir ist ein Sniper gewesen, hier ist noch eine Platte, warte. Dann nimm erstmal die, die ich rausgelegt hab. Ist irgendwie nach oben, jetzt kommt der gerade übel viel geschluckt, Digga. Ich weiß echt nicht mehr, ob ich auf OGM noch spielen möchte gerade. Bin doch lieber Roboter. Oder SCG nochmal reinhauen. Hier Kisten, Dingsi, Dongsi. Da richtig was los an Kisten hier bei uns im Haus. Wir müssen mal rüberfliegen, denn wir. Lass uns am besten unten rausgehen versuchen. Dass wir Moni wieder beleben, dass wir gerade rechts noch eine Waffenkiste noch drinne. Ich würde tatsächlich lieber auch über rechts move in den Bunker rein, da haben wir auch einen Einkaufswagen in der Nähe. Ich bin so lahmarschig, weil ich meine Perks nicht hab, ey. Oh, Digga, Alter. Sniper, Bro. Vor uns auch schon, Bro. Was denn das, Junge? Gurenko-Huren schon wieder. Die campen hinter mir, die campen vor mir, die campen einfach überall, Junge. Du schaffst das. Ja, kannst du knicken, Digga. Gorenko, Digga. Nur am Gammeln, Junge. Nee, HDR war das sogar, Digga.
Alter, ist das eklig, wie die alle gammeln, Digga. Zu dritt hocken die auf den Häusern oben drauf, Bro. Never ever, Jungs. Bringt nichts, muss irgendwie abhauen, Digga. Da sind zu viele Leute, Digga, überall. Auto links oben von dir. Versuche irgendwie noch die Lupe zu erreichen, rechts, aber lauf einen großen Bogen rum. Vielleicht findest du noch irgendwo ein Auto, was da steht. Die Lupe hast du noch über 2 Minuten Zeit. Das ist die einzige Hoffnung, gut Geld zu machen. Geh mal hoch, vielleicht zu den Satellitenschüsseln links. Oder nimmst du den Jeep und fährst zur Lupe, wie du willst. Hör auf der Bau hier viel. Marcel, grüß dich. Ich wünsche dir auch einen schönen Sonntag, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Mal hier hoch. Ja, komm mal. Und zum Auto wollte ich gehen, das Auto mit. Ja, ja, genau, dann machst du die Lupe, Alter. Wenn du halt siehst, dass da welche sind, fährst du einfach weiter. Bei mir lackt's aber. Yo, Bro. Ich hab schon wieder jede Runde Paketverlust. Die werden dich jetzt gleich pushen, wahrscheinlich. Ne, der ist immer noch da oben. Alter. Jau. Out. Zum Jeep wirst du es kaum schaffen, oder? Ja, geradeaus zurücklaufen. Spritze rein. Alter, Junge, die treffen aber jeden Schuss, Digga. Einer springt auch raus. Wir sind ja auch greedy, Alter, die Motherfucker. Alter, das leckt. Ich habe jetzt jede Runde wieder Paketverlust. Warum, Alter? Was ist da los jetzt? Der Dicke oben der Netflix guckt oder was? Ja, du meinst kurz, Alter. Das kann nicht sein, Alter. Wo ist denn jetzt hier? Immer Hase, guckt der Dicke da oben Netflix oder was? Kaum ist er da, da leckt es bei mir schon die ganze Zeit im Stream. Jetzt mal wieder sagen, soll er ausmachen oder gucken, weil ich wissen wir, ob das daran liegt. Alter, alles klar, bringt nix, fahr weiter. Ach, du steckst aus, du bist mutig, Junge. Alter. Das Auto ist kaputt, so. Ich sag noch, du bist mutig. Auto ist kaputt. Wir machen die Runde nochmal neu, Leute, weil die halt scheiße war von Anfang an. Aber kann einer von euch reinjoinen. Wenn ihr am Anfang an immer aufs Maul gekriegt, war keine richtige Runde für Moni. Machen wir nochmal neu. Einer hat Platz, ihr Süßen. Ey, Harry, mein Guter, vielen, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, Schnucki. Dicken Schmatzer, Brudchen. Freue ich mich sehr, Drigi. Das kann ich gebrauchen. Ein bisschen Glück, Herr Mödis. Das schon mal Spritzen, die kriegt in der Fresse, vor allem in der Zunge, das ist das Schlimmste, was geht, Alter. Spritzen in die Zunge rein. Die Zunge ist so widerstandsfähig, Digga. Das tut so weh, ihr erstmal die Spritze in der Zunge ist. Da denkst du, das ist schon drinne. Dabei gibt die Zunge so krass nach und irgendwann macht das Klack wie so Lederhaut. Das ist so widerlich, Junge. Aber die zecken echt am meisten, Alter. Die im Mund, die gehen noch, aber die in der Zunge. Alex, grüß dich, mein Lieber. Mahlzeit, Carsten. Mach ich erstmal hier. Die Klasse als Favoritenklasse, aber ob ich die UGM jetzt drinnen lasse, ist die Frage der Fragen. Da fand ich also gerade KGM teilweise besser als gerade eben die UGM. Aber ich weiß nicht, was da liegt. Also, wenn wir mal zocken müssen, Leute, die UGM mit Rückstoßbooster. Ich mach das jetzt einfach mal. Ich gucke mal, ich bin gespannt. Rückstoßbooster und dann am besten noch Dings drauf, Leute. Hier, wie heißt das? Überwachen, cool wie Schnelligkeit. Das wird dann übel heftig, Leute. Das wird richtig heftig. Wollen wir das mal probieren? Komm, scheiß drauf. Wir machen Überwachen drauf und Rückstoßbooster. Da hat ihr wahrscheinlich so krass einen Recall. Aber wir probieren es aus, Leute. Wir probieren es aus. Das wird ja unnormal heftig werden gleich. Was? Na, die Runde ist jetzt zu Ende, muss ich danach gucken. Aber ich habe jetzt wieder jede Runde, seitdem wir das Paketverlust gehabt. So kann ich nicht zocken. Ja, ich muss mal gucken, was wir finden. Ja, ich weiß. Ich muss mal schauen, Hase. Ich muss ja nicht aber jeden Tag von früh bis abends jetzt am Netflix hängen. Ich streame bis 14 Uhr normalerweise und bis 18 Uhr sind da 4-5 Stunden Zeit. Gucke gleich mal. Dann nochmal einen Speedtest machen, dann gucke ich nochmal. Wenn er mal gleich gucken, wie die Runde losgeht und wenn es dann noch auf 0 ist und er dann wieder startet, dann wissen wir, es liegt halt da rein. Muss mal gucken. Aber normalerweise soll die Leitung das locker easy mitmachen. Ja, ne? War doch sonst auch immer. Ja, wir haben 76.000 recht locker eigentlich aus dafür. Er soll noch mal anmachen, kann ja auch nicht sein. Machen wir noch mal an? Dann lass er aus, wenn du rumstöhnst. Wenn du nicht grüße, willst, lass aus. Weg. Grüße von Sascha Hase. Zurück. Danke.
Dankeschön, Nico, mein Schnuckelhase. Ich bekomme keine Vollnarkose, nein. Das geht ja gar nicht, ich muss ja meinen Mund offen halten. Also, die müssen ja da auch Rachen und überall, das geht nicht, nein. Mit zwei Beinen kannst du ja auflegen oder nicht hocken oder dich hocken, dann hast du auf jeden Fall. Nee, du hast damit bestimmt keinen Null-Rückstoß, Pascal, Digi. Das verspreche ich dir schon, ob du hockst oder liegst. Damit hast du auf jeden Fall einen richtigen heftigen Rico, das wirst du gleich sehen, Bro. Das ist nicht mehr so. Ich will schon wieder keine Penisbilder mehr kriegen, Sascha. Das ist mir zu viel einfach. Starte jetzt, wenn jeder kommt. Ich starte jetzt das Ding. Besser für euch, am Budis. Oh, was ist das denn Leckeres? Ja, Wurst. Gestern, so eine Würstchen, Das sieht gut aus, am Budi. Das sieht gut aus. Ich war gestern. Nicht ne? Mal. Ich hab, ohne Scheiß, frag nachher meine Frau, wenn ihr reinkommt. Nicht gestern. Gestern waren wir beim Griechen, mal seit wieder Ewigkeiten essen. Vorgestern um 2:03 oder 2:04 war das in der Nacht, habe ich noch Essen gekocht und Currywurst mit Pommes und Soße selbst gemacht, Digga. Ohne Scheiß, so Hunger hatten auf einmal. Meine Frau hat unten in der Küche gepennt schon, da habe ich gesagt, jetzt ist das Essen fertig und dann haben wir danach weiter gepennt, Junge. Das war heftig. Bin mal gespannt. Zweibein macht schon extrem viel aus. Ja, Zweibein macht aber nicht so viel aus, dass du nur Recoil hast. Selbst wenn du einen MX-Schalter einfach dran hast und fester Griff, hast du trotzdem ein bisschen Recoil. Ich habe aber wieder einen festen Griff dran, wieder MX-Schalldämpfer, sondern nur auf Rückstoßbooster gebaut. Das Ding wird so nach oben kesseln, das wirst du gleich mitkriegen, Digga. Das willst du gleich mitkriegen, Brother. Ansonsten würde ich OSTG nochmal spielen. Mit der Typ 36, der Typ 100, wenn ich würde, Alter, Typ 36, alles klar. Fingerfertigkeit, die Waffe ist auch übel geil. Habe ich auch wieder auf G-Geschwindigkeit, G-Geschwindigkeit aufgebaut. Zwecks Lauf, Unterlauf und Schaft. Und granulierter Griff. Das sind die Sachen, die hat G-Geschwindigkeit bringen. Du kannst sie natürlich ändern, aber so ist die Waffe übel heftig. Wenn ich ein bisschen mehr Muni hätte, ich meine, da gibt es das 45er Mac oder was da ist, oder das 40er, aber das macht halt nicht so viel Schaden wie das 36er. Auch das Movement und alles ist tausendmal geiler. Mit Fingerfertigkeit geht das schon gut klar, die Waffe, Leute. STG ist generell auch noch richtig gut. Das ist ja keine Lobby. Das dauert ein bisschen wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was da los ist, Junge. Jetzt findet's was, oder wie? Allein, das grüßt dich, ich habe einfach mal aus Spaß die Aug gespielt. Wir spielen jetzt mal die Aug aus Spaß in der Runde als MP. Aber ich habe, glaube ich, jetzt falsch gebaut. Muss ich mal gucken. Wenn ich wieder Paketverlust habe, wieso nicht was los ist, Leute. Muss ich mal gucken, ob ich den Code noch drin habe, ob sich was geändert hat. Es kam ja wieder ein Update bei dem Game. Kann sein, dass ich habe wieder Paketverlust, Digga. Irgendwas ist da nicht normal. Übt, solange ihr könnt. Ich würde das Game nochmal neu starten, Leute. Ist das okay? Kommt ihr denn nochmal bitte neu rein? Ja. Dann bis gleich. Das geht gerade gar nicht, Leute. Paketverlust jede Runde, das kann doch nicht an Netflix liegen, Leute, Alter. Eine 100.000er Leitung, das sieht ein Netflix, Alter, 4.000, 5.000. Kann doch nicht daran liegen, Leute, dass ich jetzt jede Runde wieder Paketverlust kriege plötzlich. Müssen wir ganz kurz gucken, ob auch der Code ist noch drinne. Hier, Warzone, das ist ja Warzone. Stehen hier, um es da nicht geht, um dass das liegen soll. Ich kann mir nur vorstellen, warte mal, ich weiß ja, was da, glaube ich, liegt. Vanguard pausiert. Es passiert aber doch kein Update irgendwo. Vanguard pausiert das Update. Was soll ich denn so für viel Paketverlust gerade wieder haben? Macht für mich absolut keinen Sinn gerade wieder.
Moment, Call of Duty Vanguard Modern Warfare. Archive. Players, ADV Options. 2016 ist alles auch geblieben, wie es vorher war. Die Datei. Ist ja auch unsere extra Datei, ob die vielleicht nicht als Dings ausgeführt wird, kann sein, ich weiß es nicht. Doch wird sie aber auch. Eigenschaften, ist alles so, wie es sein soll eigentlich, Leute. Ich weiß nicht, warum, an was das liegt, dass jedes Mal Paketverlust ist. Kann es euch echt nicht sagen gerade. Moin, so MW2 ist auch gekauft. Gönn dir, Marien. Ich freue mich auf dich, Digga, wenn du vielleicht mal mitzockst, MW2, Bro. Ist halt gewöhnungsbedürftig. Ihr müsst euch wirklich Zeit geben für das Game, aber trotzdem finde ich es gelungen. Solange wie, ich habe eigentlich ein Video, was ich hochladen wollte, was ich versucht habe, ein bisschen meine Erfahrung oder meinen ersten Eindruck mit euch zu teilen, was MW2 in Warzone angeht. Aber wie gesagt, die größten Probleme, glaube ich, ist, was war das gerade alle für ein Greenscreen, Junge? Alles klar. Das größte Problem ist, glaube ich, einfach, das sind die Time to Kill. Wenn sie die ändern, ist schon auf jeden Fall richtig gut. Und wenn noch die Steps ein bisschen leiser werden, ist das Game für mich eigentlich wirklich perfekt. So, sieht schon mal richtig top aus, dass das Game wieder richtig läuft hier. Ja, das war damals normal bei dem Game mit Paketverlust. Aber ich habe das ja hingekriegt gehabt, indem ich halt den Spielcode mit reingenommen habe. Ist über das Game wieder starten, geht auch nicht, oder was? Digga, ich kann das Game jetzt nicht starten, würde mir erzählen. Leck mich da einfach alle am Arsch hier gleich. Ich hatte ja die letzten Tage überhaupt nicht eine Runde Paketverlust. Deswegen wundert es mich jetzt, weil wir haben ja hier, was jetzt daran gelegen hat, weiß ich nicht, diesen Code noch eingegeben, -D3D11. Und seitdem ist es wirklich wesentlich besser geworden. Ja, mal gucken jetzt, sonst gucken wir halt ein paar Pornos gemeinsam, ist auch nicht so schlimm, oder? Mal ein paar Pornos wieder abkicken. Scheint zu funktionieren. Ja, mein Sohn schläft, Digga, Alex. Ich kann ja nicht so abticken, Bro. Außerdem habe ich die Nacht kaum geschlafen, Diggi. Ich habe die letzten paar Nächte eigentlich kaum gepennt. Für mich, ich weiß nicht, was er hat momentan. Macht mir übel Sorgen. Ist halt ultimativ jedes Mal wach. Du nimmst ihn in den Arm, er schläft ein, du legst ihn ins Bett, wieder wach. Setzt er sich hin und macht die ganze Zeit so und wackelt. Das tut mir im Herzen weh, dass ich das so eine Babykamera sehe, wie er da im dunklen Babybett sitzt, alleine mit seinen zwei Kuscheltieren im Arm. Haben wir schon zu uns ins Bett, gut, aber es hat auch nichts gebracht. Der konnte irgendwie nicht pennen. Ich weiß nicht, was das gelegen hat. Wir wollten uns jetzt die Dings fertig machen, haben wir ja gesagt. Wir können ja mal testen. Dann spielen wir halt das mit der Fahrer wieder zusammen. Die Fahrer wäre auch nicht verkehrt. Den taktischen Laser haben wir, das Magazin haben wir. Vielleicht sollten wir wenigstens ein bisschen diesen Griff hier mit dran bauen und dafür Fingerfertigkeit rausnehmen, brauchen wir eh nicht. Schalllauf ist auch so eine Sache. Also STG ist alle, ehrlich gesagt, kann man noch spielen, oder wie? Ja, auf jeden STG kannst du noch zocken, Alter. Aber ist sie noch so geblieben? Mit den Mündung und Lauf, MX-Schalldämpfer und ja, ja. VDD. Genau. Achso, okay. Ein schwerer Schaft hat hinten, der letzte ist das, glaube ich. So, ja, ja, genau, beschwert. Kurz auf Toilette, Leute. Jo.
Da bin ich mal echt auf die Augen jetzt gespannt, Leute, Alter. Aber richtig gespannt. Ja, das bin ich. Die Amagera, wie hast du die nochmal vorne gebaut mit dem? Ja, kommt drauf an, ich spiele die als was willst du dir spielen? Close Range oder als. Mit Close. Da gibt's halt zwei Sachen. Einmal kann man die auf G-Geschwindigkeit bauen. Ansonsten machst du in Mündung sowieso Rückstoßbooster und beim Lauf entweder den mittleren oder den ersten. Wenn du die auf G-Geschwindigkeit baust im Aim, dann den ersten. Wenn du die halt ganz normal auf ZV baust und Aim, dann den mittleren, den Body. Und Griff ist halt ganz normal, müssen wir einfach mal machen nach der Runde, denn weil hier gibt es halt zwei verschiedene Sachen. Ich spiele halt gerade wirklich fast jede MP, ich glaube sogar bis auf die Amaguera, die spiele ich mal so, alle auf, eigentlich auf G-Geschwindigkeit, weil das so viel ausmacht, wenn du damit klarkommst mit dem Aim und während die Gegner auf dich schießen und du mit der G-Geschwindigkeit links und rechts läufst und trotzdem auf dem Gegner drauf bleibst, da haben die so Schwierigkeiten, dich zu treffen, aber du triffst so krank damit, das ist übel gut. So, ich bin jetzt mal gespannt, Leute, ich habe jetzt, ich will jetzt mal die Dings spielen, mit der MP40 geht es immer noch gut. Können wir gar nicht so immer testen wieder, Nicolo? Haben wir auch mal. Ja, Schweizer macht schon übel Bock, aber das sind zu viele Hits, Bro. Die haben so geile Hits gebaut, haben jetzt aber geile Quickscores aus dem Himmel, geile One-Shot und Kopfschuss, aber. Ja, wenn es ein harter Fort kommt, dann können wir bestimmt viele mit runterkommen. Und weil gestern viele gefragt hatten, Leute, warum ich denn keine Subgames gemacht habe oder warum denn Melle und Ramona mitspielen durften. Erstens hat Melle und Ramona mit meiner Frau gespielt und wenn meine Frau mit Melle und Ramona befreundet ist oder auch jemand anders, ist das doch ihr Ding, mit wem die spielen. Und die haben mich halt, ob ich mitmache. Wenn man halt befreundet spielt, hat das dann nichts mit Subgames oder irgendwas anderem zu tun, Leute. Ja, meine Frau hat damit gespielt und meine Frau und ich, wir haben halt auch einige Freunde aus den Kreisen hier. Ja, nicht jetzt, weil wir uns besser verstehen, sondern man sich privat auch. Du Scheiße, Bro! Digga, das war zu heftig. Der Schiff, Bro. Das Primärziel ist, alle Feinde auszuschalten. Der Spasti. Scheiße, werde hier! Oh, hier ist mit mir nach. Der UGM, Alter. Ich hau ab. Eisen bei dir? Ach, die Blixen, Alter. Ja. Wir müssen zum Muni hoch. Muni, sehr schön. Ja, ich komm. 50 Reden, Muni. Hinter dir runtergesprungen. Hinter dir, Muni, glaube ich, oder? Ist der hochgerannt oder runter? Der ist unten, da unten, unten. Ach nein, der ist nicht. Hier unten ist er bei. Hab ich oder du? Richtig, Team Vibe. Immer reden, immer schön viel reden. Ich will die Waffe nachladen. Ich hab keine Muni mehr gehabt eben. Mhm. Aber deswegen. Ich komm hier wieder. Platten? Hier, ach, das will ich, okay. Sind noch Kisten unten. Kannst du schon mal die Lupe machen oder so, wenn du willst? Ich mach die Kisten hier schnell. Ja, ich mach's mal. Alter, die scheiß Marco fahr ich mit 36 Schuss, ey. Ich finde die übelst gut, Alter. Aber 36 Schuss. Ja, ist ein bisschen happig, natürlich, Digga. Trotzdem finde ich die eigentlich übelst krass präzise. Will ich ja auch nochmal spielen, die Waffe. Marco fahr ich, ja. Kiste ist oben drauf, ne? War ja klar. Die andere ist auch oben. Bei dir ist ja eine, ach du Scheiße. Bei mir auch. Ach, Mann. Dein Teammitglied wird wieder ein. Kann man nur so rumgammeln, ey. Scheiß Camper, Alter. Alle beide Schildback, Digga. Bei mir. Das war's. Bei mir auch eine. Alle beide Schildback, die zu dir gelaufen sind, Bro. Dein Teammitglied ist jetzt im Gulag. Wer dort überlebt, wird. Lauf, Muni. Bei dem Auto waren überall. Guck mal, ich gebe das mal Platten raus. Waffen liegen überall noch. Bei dem Auto, bei der Tankstelle und bei dem Restaurant noch gegenüber waren. Nimm die trotzdem mit, scheißegal. Gulag. Oh, die von allen Seiten, Ramona. Ich weiß nicht, hinter mir auch bei 170. 170, oh. Brechen wir auf zur Sicherheitszone. Von überall, Muni. Von allen Seiten. Ich weiß nicht mal, von wo ich gerade gesniped wurde. Ich weiß es nicht. Tankstelle auf jeden Fall. Ja, Digga, wie viel Hits schlucken die denn? Dann lass uns da hingehen einfach. Scheißegal, jetzt. Ihr bist zu dritt. Tankstelle, wie gesagt, noch einer drinnen, Muni, noch einer drinnen, Tanke. Ich hab keine AR-Muni mehr. Ich guck von oben nach. Gute Hits hat der. Hier, er hat einer von oben hier. Einer weg. Sauber. Wird noch ein anderes Team kommen, alles klar, Alter. Jo, weggesniped, moin. Ich spring runter und bin gleich weggesniped. Ich hab dich, ich hab dich. Oben vom Berg da. Kommen die, oder? Ich das schaff noch. Ich hab keine Ahnung, ich hör noch keinen. Ich komm mal rein zu euch.
mich mal hier in die Ecke hin. Die kommen, ah ne, ist Alex, boah. Hey, die kommen wirklich, Digi? Mein Gott, Leute, was soll ich machen, Alter? Hab nichts mehr gehört, Alter. Der nächste gleich wahrscheinlich. Stefanie, grüß dich. Mein Gott, ey. Ja, find ich auch KFC, Digga. Das ist meine Meinung, bin ich auch ehrlich. Und ich mach das ja auch gerne, das Subgame spontan, weißt du? Wenn es halt mal nicht so ist, dann darf man noch nicht traurig oder eingeschnappt sein. Mahlzeit, Robin, Stefanie, grüßt euch, ihr Lieben. Welche Waffe Alex nicht spielt? Nehmt euch alles, ja, egal. Nehmt alles mit. Nehmt alles, ich bin erstmal Gulla. Hauptsache ihr fickt die weg. Rucksack, gönn dir, gib Platten ab, sprecht miteinander. Ja, hier ist mal Rucksack, ist noch übrig. Weil eine Karte ist cool, aber die wollen ja gegen. Also, war ja wusste eh ne. Wir können ja schon mal warten kurz noch. Ihr habt ja Geld, nämlich, wo ich einen Bunker schaffe oder nicht, den Gulla. Dann gehen wir danach alle Mann. Ist die Kiste unten schon? Ja. Kiste ist schon unten, ja. Gucken, ob er zur Lupe kommt. Ich begleite dich mal ein bisschen. Eh, ein bisschen. Wo kommt er denn her, Alter? Holy crap. Danke. André, Robin, grüßt euch. Oder Hoppereich, grüße, mein Lieber. Ich geh von oben rein, ich versuch's. Wie viel sind denn das? Mehrere? Ach du Scheiße, Alter. Das sind mehrere, sind drei Leute da oben, Digga. Ja, war doch klar. Vierer, glaub ich, insgesamt. Nee, ich komm da nicht runter, sorry, ich kann nicht bei euch runterkommen. Geh zur Kiste. Ja, warte, ich muss ja. Scheiße, würde die jetzt eng werden. Ja, warte, ich geh welche raus. Hier? Platten liegen noch sonst? Achso. Wir müssen hochlaufen. Ja, wir müssen. Ich bin gleich am Arsch. Oh, ich schaff das nicht, oder? Hier ist Bitline. Wurde angesniped schon wieder von vorne irgendwo, Alter. Das Game fickt mich so ab, Bro, Alter. Jo, Leute, ich verstehe auch nix, Mann. Alter, das Game fickt gerade, Junge. Guck mal, wie die gammeln schon wieder, Alter. Jo, Alter. Wenn ich einer anschließen möchte, schreibt bitte in den Chat rein, ansonsten startet man nochmal neu. Scheiße. Guck mal, die Runde für mich, Alter, richtig gelohnt. Ey, Digga, sitzen die schon wieder am Gammel. Ey, du siehst keinen, der wirklich mal läuft, großartig. Überall campen sie rum auf dem Berg. Rechts der Sniper, links bei mir, der mit PPSH gegammelt hat. Ich hab jetzt Alex schon mal holen. Ja. Ihr müsst halt ein bisschen ruhiger bleiben. Ich bin auch übelst müde, Leute, und kaputt. Deswegen grind ich auch mal nicht, schreie nicht so rum. Dankeschön. Florian, grüß dich, mein Lieber. Ich danke dir, Bro. Kann ich hier brauchen, Schnucki. Du willst dich anschließen, da kommst du nichts mit rein, Bro. Gar kein Problem. Können wir uns an der Kiste, Bro, oder? Achso, ich war euch dran. Naja, singe. Aber die schießen, glaube ich, da unten, Dicker. Ja, hier fighten die. Wenn ich mich nicht täusche. Ich gehe mal kurz den Berg oben gucken. Ich glaube, was sehe. Ja. Hier vorne am Fighten. Ich geh jetzt runter, Digga, ich versuch's wenigstens irgendwie, ansonsten nochmal neu starten. Feindliche Drohne? Ehrlich jetzt? Hab ich nicht gehört, ich hab sie jetzt zu mir kommen, Digga, dann war's das. Hier ist eine Runde gekommen. Ich seh da einen, ja. Feind markiert. Scheißdreck, Digga, die sollen sich selber wegknallen ein bisschen. Helfst du auf die oder was? Nein! Aimed. Snap auf die, ja. Da kommen noch zwei. Da kommen noch zwei rechts, ja. Zu mir? Der zu mir wahrscheinlich. Nee. Also bei mir die Ecke hier. Live Ping. Das Gas ist hier auf den Fersen. Ja. Digga, woher weiß er das denn, Leute? Woher denn, Bro? Ich versteh's nicht, Diggi. Ich hau ab, lieber. Da kam ich noch. Yo. Guckt euch das jetzt mal an, Leute. Guckt euch das mal an. Der wusste das. Guck mal, woher. War eine Drohne oben von denen oder was? Da guck ich mir das nochmal kurz an. Der läuft erst an mir vorbei, der andere, den wir gesehen haben im Stream. Dann gehe ich auf die drauf zu und dann kommen die alle zwei zu mir und Amy schon P-Fire natürlich. Ich verstehe das nicht. Der cheatet ja nicht mal, aber woher weiß er das denn, Digga, Alter? Dann muss das ihre Drohne gewesen sein. Ja, ich sehe nur Ogi, M und PPSH, Alter. Fickt mich doch tot, Junge. Wie meinst du das jetzt, bist du ganz der Alte? Verstehe ich nicht, Bro. Wie meinst du das, Alex Digi? Mal, wer reinkommt. Ich wollte unbedingt die UGM testen, Guys, Alter. Die AUG, meine ich. Pfarrer war auch echt gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Pfarrer war auch echt gut. Ich spiele jetzt einfach nochmal die Runde. Lass doch mal das Wendelchen. Grüße, Brudi. Hallo. So.
Hat kein anderer. Ob ich's noch beherrscht, das Spiel. Ja, sicher, Digga. Gibst du Kopfnüsse wieder, wie immer. Machst du schön. Schreibt kein anderer im Chat rein, deswegen starte ich jetzt so, Leute. Die haben immer gespielt? Ja. Seit 100 Jahren? Ja, du bist doch gerade mal 102 wie jeden das, Alter. Halleluja, Digga. Was war los? Generell keine Zeit gehabt, keinen Bock mehr, oder? Absolut keinen Bock mehr auf Zocken. Verständlich. Also allgemein Zocken. Okay. Aber jetzt habe ich mir den Mut wieder gefasst. Hat lange gedauert, Digga, aber push dich, Buddy, komm. Push dich nochmal, Digga. Das würde alle mal ganz gut tun. Ich habe von der letzten Season das Mid-Season-Update mitbekommen. Ja, ist auch nicht schlimm gewesen, Digga. Wie gesagt, ach, Alex wäre jetzt auch online. Bist du schon direkt online? Komm mit rein, Alex, Digga. Dein Puls mal wieder. So, heute muss ich, wie gesagt, chillen, Digga. Die ganzen Tage war ich so wenig geschlafen, so müde, so down, Digga. Auch vom körperlichen Gesundheitszustand nicht unbedingt so gut drauf, aber. Ja, das kommt alles wieder, Digga. Wenn ich meine Gummizelle hätte, Digga, dann hätte ich generell ragen können, aber dadurch, dass keine Firma uns da so ein scheiß Ding dahin bauen kann und die nicht in der Lage sind, da irgendwie mit mir zu kommunizieren, weiß ich auch nicht, Alter. Grüß dich, Ralf, mein Lieber. Dann müsste quasi Moni und Sascha rollen, oder ihr macht das unter euch aus, wenn jetzt Alex reinkommen sollte. Ich mach Platz. Okay, und du meinst? Ich mach Platz. Ich werde mal nachher, wenn ich es nicht vergesse, Moni, schreib mir nochmal, dass ich denn für euch so eine Gruppe erstelle mit Sandra, dass ihr, wenn Sandra mal Zeit hat, vielleicht so ein bisschen mit ihr übt oder so. Ja klar, gerne. Das wäre super, ja. Was sind jetzt hier nun? Da ist er doch, der Mördi. Ah, da. Hi. Na, hat ewig gedauert, bis alles der gut, Schnucki. Sichtbar war. Hallo, ja. Viel Spaß. Moni, schönen Tag noch. Ja, auch so. Danke dir, Mäuschen. Tschüssi. So. Das ist das, was dich ausmacht, deine Art. Dankeschön, Alex. Dankeschön, mein lieber Alex. Sandra zockt auf Xbox, ja. Die habe ich ja damals zum Dreivierteljahr gekauft. Wusste nicht mal warum, ja, aber die habe ich halt für den normalen Preis bei Amazon bekommen und da habe ich erst gedacht für Luki. Aber Luki will das jetzt nicht. Jetzt zockt sein Minecraft da. Und ja, dann zockt Sandra halt neben mir. Eigentlich würde ich da drauf auch streamen und die Auto remmeln beim Sitz. Den Sitz habe ich ja, das Lenkrad haben die ja repariert schon. Vor ein paar Monaten, da wollte ich eigentlich dann so ein Widescreen habe ich ja gekauft, damit ich mich Autorennen drauf zocken kann, aber ich komme dazu gar nicht, Digga. Ich werde jetzt, glaube ich, auch wieder verkaufen, das Lenkrad und den ganzen Stuhl, weil zu schade ums Geld und da steht nur dumm rum bei uns. Kein Platz, keine Zeit, so richtig. Das ist lieb von dir, Alex, ich danke dir. Oh, zeig es her. Was ist denn das jetzt für ein Geräusch schon wieder? Irgendwie bup, 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 bup. Was ist denn jetzt los, Digga? Warten auf Einsatz. Zeit, sich bereit zu machen. Ich glaube, ich kann mein Pullover aus. Der Feind sprengt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Boah. Ist okay, Arschloch. Wäre das nicht nichts für Sandra Autorennen, um Gottes Willen, ne? Habe ich mit Lenkrad mit ihr probiert, dass die ist nur gerade ausgefahren gegen jeden. Pfeiler gegen den Baum, also es ist schwierig. Ist auch nichts für sie. Autos interessieren sie gar nicht. Autorennen absolut null. Denn vielleicht lieber so eine Puzzle-Spiele hier, wie das bei Facebook spielen, ganz hier so einen komischen, wie die alle heißen, da mit den Steinen da, keine Ahnung. Einmal gucken, ob die Waffe ein bisschen laserdicker, aber ich komme nicht dazu, die Waffe zu probieren gerade. Wir gucken einfach mal. Ah, da never, Junge. Ich fand das Ding schrottgroßer, die macht nur Minus in die Halle, Junge. Mahlzeit, André, Alexander, mein Guter. Vielen, vielen Dank für den 100 Sterne, freue ich mich sehr drüber, Schuckelhase. Dein Tag sollte mehr als 10 Stunden haben, ja, anscheinend. Ist so, wirklich. Allein, dass ich mich um meinen Timmy ein bisschen mehr kümmern kann und den mehr sehe. Es ist halt echt, keine Ahnung, manchmal echt ein bisschen zu wenig, obwohl ich, sage ich mal, nur 7 Stunden am Tag streame in dem Sinne. Früher war ich halt 8 Stunden, 9 Stunden arbeiten, davon noch 2 Stunden Fahrzeit hin und zurück. Ja.
Und das ist hier nicht. Ein bisschen manchmal räudig. Wir gehen Docks mal hinten raus, Leute. Let's go. Ja. Na, ein Boxautomat würde ich fühlen, Digga. Aber übelste Sorte. Am besten eine Kamera draufgerichtet, immer wenn ich abticke, druft auf das Ding. Aber da fängt es wieder an. Wie teuer ist das Ding? Wo soll ich denn hinstellen? Und wenn abends Timmy pennt, dann kann ich da nur mit den Fingern dran schnippen, Alter. Aber sowas hätte ich richtig Bock drauf, Junge. Voll Druftpelz, wenn du aggressiv bist, Junge. Alter. Könnte man echt irgendwann mal machen. Kopfnuss geben dem Ding. So einen aggressiven Enter-Button. Auf jeden, Alter, Junge. Oder irgendwas, der mich irgendwie zurückschlägt oder irgendwas sagt zu mir, der mich richtig aggressiv macht, Junge. Kriegst du eine fette Kopfnuss zurück, Junge. Irgendwie nicht viel mit ausgestiegen, ich versuche die Lupe zu holen. Okay, okay. Das ist nicht bei mir, wenn ihr landet. Hast du Lucky gesoffen? Das ist mein Ding, aber Jan schnell großer. Aber du verstehst mich, du fühlst es. Du bist gleich runtergesprungen. Ich hab einen Rucksack gefunden, goldene. Ach, leck mich doch am Arsch, dein Ernst gerade halt. Mach keinen Scheiß, also, großer. Ich flipp aus. Wo bist denn du, Digi? Hier, so eine... Bist du unten? Oh, ich höre eigene Waffen, ich höre eigene Waffen. Oh. Ach, Digga, hör doch auf mit der engen Waffen, ist gerade dicker. Jo. Plattenbox, hau dich mal raus, Plattenbox, Digi, bitte. Ich hab keine Platten. Achso, ja, hier. Danke. Preis von 1,9 gebraucht bis 3.000. Könnte ich aber die Firma absetzen sogar Ende des Jahres, wenn ich noch erst die Steuerberaterin sagt, was ich noch ausgeben muss. Damit ich nicht über die Umsatzsteuer komme. Und vielleicht ist so ein Ding drin, Alter. Ist das über mir noch gekauft? Warte mal, Schatzi, schreib, was der Hund gar nicht geht. Was der Hund geht gar nicht. Ja, was soll ich jetzt damit anfangen? Der Hund geht gar nicht. Den musst du denn zu mir herbringen. Das ist ein Hund, was soll der machen? Ist das jetzt hier die zweite Lupe gerade mal oder was? Seid ihr alle darauf so begeistert, die zweite Lupe zu holen, Leute? Das ist die zweite, nicht die dritte, beruhigt euch wieder ein bisschen. Toni, grüß dich, Alter. Stoß auf mein fettes Arschloch von Alex. Lass mich doch hier nicht lumpen von euch hier, Ratten. Naja, klar. So, Lupe ist wo? Wir können auf jeden Fall einkaufen und die Kiste. Erstmal, lass uns erstmal einkaufen jetzt. Weil die dritte Lupe, wo ist die denn da hinten? Da komme ich auch noch ran, oder? Den Rucksack würde ich schon fühlen, Alter, gerade. Nee, nee, alles gut, brauche ich, hol dich schon, bin schon da. Alles gut, guck mal. Also zurücklaufen. Kopfgeld ist wo, Leute? Ist Kopfgeld oben oder was? Alex, hast du ein bisschen Geld, gib mir ein bisschen Kohle von dir noch. Ja. Reicht trotzdem nicht. Ich muss warten, bis der Papa kommt und ich komme. Und überall Kisten hier unten werden hier gelootet, Alter, ist ja alles voll noch. Die hab ich nicht gefunden. Alter, mach keinen Scheiß, Leute. So. Alter, du hässlicher Schwanz, Junge. Ich bin nicht gut drauf, Alter. Mach dich so, weil mein Herz fickt ab, Alter. Ich glaube, ich krieg einen Herzinfarkt, Leute. Er sticht. Ich hab eine Drohne noch gekauft. Was? Unzureichende Mittel? Hä? Du hast eine Drohne gekauft? Ich hab eine Drohne gekauft. Keine Ahnung, warum das da steht gerade. Oh, oh, ich spiel jetzt AUG, Leute. AUG und Fahrer mal. Sie haben es andere wieder. Kamera, geh, SDG, mal gucken. Brauche Aufklärung an meiner Gegner, Position. Gegner. Das ist sogar auf meine Nase. Ja, sie flogen zur Kiste. Nee, hinter uns drauf, hinter uns, der rechts, der ist rechts so hier auf dem Haus von, glaube ich. Auf dem Kran hinten oben drauf, oder wo ist der, du, Digga? Ey, weh, der knallt mich jetzt von oben weg, Junge. Ich sag's dir, Junge, der kriegt eine Hetner, der Junge. Der ist auf dem Kran drauf, dem roten oben. Was macht denn der Dude da? Weiß der, dass wir hier sind, oder was? Hab ihn gesehen. Drohnentreibstoff aufgebraucht. Rückkehr jetzt zum Auftanken. Wo ist denn der ganz oben, mittlere Etage? Nee, rechts nochmal Leiter hoch, geht da an der Ebene. Such mal mit Totenstelle hoch. Werfe Granate! Scheiße, ich sehe. Ich kann mich noch nicht. Der ist auf der Treppe, der schießt auf mich, Digga. Der ist unten hier auf der Treppe, Digga. Ich hab den. Nein, du hast ihn. Nein, ich hab den. 87 Damage, du Kackklappen, Alter. Reiße dich. Ich wollte gerade sagen, der die wichtigsten. Ja, ja, wahrscheinlich, Digga. Wahrscheinlich. Spaß muss sein. Ach, Papa, ich höre schon mit Timmy. Papa. Ist das eine lustige Gurkentruppe? Absolut. Der ist auch noch nicht gelootet, Digga. Ihr wollt mich alle boxen heute oder was, Junge? Du kannst da hochspringen, dann kannst du die Kiste aufmachen, Digga. Der ist auch noch nicht gelootet. Ein Wiedereinstiegstoken. Alter, ihr wollt mich alle komplett natzen oder was? Vier Leute hier, was habt ihr? Wo habt ihr eigentlich gelootet? Oh, man fährt Geld und noch einen Rucksack. Hier, Rucksack. Hier ist Panzerung. Kiste, ist da jemand bei der Kiste? Nee. Aber es... Ich weiß nicht, ob wir nochmal vorher eine Drohne kaufen wollen oder nicht. Ich glaube doch lieber, ich hole nochmal eine Drohne. Sicher, sicher. Könnt ihr euch schon mal vorgehen, wenn ihr wartet halt, wie ihr wollt.
fühle mich zu unsicher mit der Kiste, Digga. Das ist so richtig, ja, fick mich Kiste. Ich muss noch nicht an die Kiste. Das ist, ich muss auch nicht dran. Eigentlich kann ich auch liegen lassen, weil das eine richtige Schwanzkiste ist, Digga. Aber die Zone ist ja mit ich drin. Was ist denn die Sturmgewehr? Das ist ein Laser, der kannst du liegen lassen, komplett kacke. Die sind neu rausgekommen, das spielt kein Schwein. Lass uns einfach drauf scheißen oder auf die Kiste, Leute. Oder wollen wir jetzt hin? Wollen wir gerne drauf scheißen, mir egal. Bin schon bei der Kiste drauf. Dann flieg mal mit dem Ballon zur Kiste. Ich flieg mit dem Ballon, denn. Ich hau die Drohne trotzdem vorher raus. Wir haben Aufklärung online. Okay, oben sind welche. Kiste safe oder was? Ja, ich im Ghost auf jeden Fall, Digga. Ich bin safe, ja. Ja, safe, also, solange du. Das sagst du, aber wir kommen ja ein bisschen später. Ihr könnt erstmal auf den Berg hochgehen, alle Mann und ab, ey, wir gehen eh da lang, denn. Die schießen ja schon von Orange immer noch, ja. Müssen wir aufpassen, dann gehen wir Orange gleich, aber außen rumlaufen am besten. Vor auch in der Kopf geht Orange, oder? Oh, richtig geil, die Kiste. Fett angeschossen, Digga. Hast du das oder was, Alter? Bist du hässlich, Junge, Alter? Nein, das war nicht. Nee, das war Svenny, Junge, alter Esel, Junge, Alter. Vor mir. Alter. Ich seh grad, ich bin alleine. Sorry, aber. Der muss schon langsam sein. Ich bin übel langsam mit dem Move mit der Aug, Alter. Der landet hier. Nein, nicht schießen, außer er kriegt den Safe, Leute. Sonst kommen wir hier nicht mehr rüber, die anderen alle. Ja. Näher ran, die wissen noch nicht, dass ich da bin. Sag gleich down. Wieso nicht, dass ich da bin? Drehen sich alle zu dir, weg. Alter, das ist eine Lauferei hier, Digga, ey. Mann, ja, übel heftig, Digga. Und gleich sind wir tot, wirst du sehen. Ist immer so. Ja, ja. Einer liegt. Nice. Schon mal einen wieder weg. Wir müssen Alex helfen. Let's go, let's go, let's go. Ich hab bis 30 Schuss mit der MP. Können wir einbauen. Na, hat mich. Field Break. Ja, eine ist bestätigt. Direkt vor mir Osten. Ja, der Pusht. Ja, scheiße. Ja, schaffst du auch. Schade. Ja, ist die ist doch gut jetzt, Ein Überleben erlaubt einen erneuten Einsatz. Seht ihr nicht mal, Bro. Ich auch nicht. Komm, noch was rein. Team Vibe sogar, nice. Oh, gleich ein Kill. Ja, oh, auffüllen, hab ich das schon, oder was? Ich hab einen Clusterschlag gefunden, auf jeden Fall noch. Jetzt müssen wir irgendwie in den Turm hochgehen, die werden wahrscheinlich jetzt kommen, die anderen. Ich hätte eine Dingskiste, eine Munikiste. Brauche ich unbedingt eigentlich, ja. Für MP-Muni eigentlich nur. Oh, hier. Egal. Ich höre Sven gar nicht richtig, Alter, was ist denn da los? Ich höre Svenny. Ich höre ihn gar nicht, obwohl er bei mir amused ist, also er ist bei mir nicht gestummt. Hast du ihn gestummt, Svenny, Sascha? Weil Sascha hört dich nicht. Was? Super, Alex, wichtig. Jetzt höre ich ihn wieder. Jetzt hörst du ihn. Alter, hab ich mich erschrocken, bist du denn sauber oder was, Junge? Alter, wo schießt du hin, Bro? Flugzeug hab ich ein bisschen geküsst. Was macht denn da hier oben drin? Habt ihr Lucky auf, Junge? Ich wollte hier. Ey, ich wollte nur Ruhe kacken gerade, Alter. Was ist denn los? Jo, Mensch, ich mach die Tür zu, komm, der erste rein, mach die Tür zu, komm, der nächste rein, mach die Tür zu. Am besten eigentlich ohne. Nein, MP-Muni gelootet. Nein, wir haben eine Munikiste gefloppt, Alex, die ist noch hier unten irgendwo, müsste die stehen, wenn sie nicht weg ist. Jo, gesehen, danke. Hab ich. Ich halt's Maul. Was? Nee. Wollen wir jetzt machen, Leute? Wollen wir hingehen? Haben wir noch irgendwo ein Kopfgeld? Hier. Beruhig dich, Alex, Brother. Jetzt könnte ich zum Beispiel noch mal gerne zur Kiste gehen, weil jetzt bräuchte ich wieder Pearl. Ja, dann los. Sagen wir hinter uns, dass keiner kommt. Da kommen dann wieder drei Teams hin. Moin. Der hat übel langsam mit dem Movement, Leute, aber absolut ekelhaft. Ist hier noch ein Flockenherde in dem Haus? Ich verstehe nichts, wenn alle reden. Was habt ihr gesagt? Ich sag, aber das sieht dann, weil du so kurze Beine hast. Das kann auch noch natürlich liegen, Bro, aber. Kurze Beine, großer Bauch. 60-90 im Arsch. Richtige Gimli. Ja, eigentlich schon, Digga. Eigentlich schon. Ich glaube, der Flieger hat hier irgendwo hingeballert. Ja, vor uns oben drauf, genau. Ja. Oh, links einfach von mir. Was, links? Links irgendwo. Factory, ja, Factory. Ja, ich vermute auch mal. Wieder ein Schuss an mir vorbei. Von wo, Digga? Von wo? Da oben, da oben. Süd. Live-Ping. Dann müssen wir da hinten rumlaufen, einfach irgendwie. Dann müssen wir hinten rumlaufen und am Strand lang irgendwie, wenn es geht. Ja. Müssen wir auch links oben aufpassen. Links oben schießen, glaube ich, auch Leute. Könnt ihr versuchen, über den Strand zu moven? Rechts. Ich komme mit. Hier hochzugehen. Neue Position.
Ja, Helikopter, Digga. Nicht schießen auf den Heli, bitte. Er fliegt oben zum Shop, Digga. Ja, also ausgestiegen. Wenn die jetzt eine Drohne raus, dann sind wir alle tot, glaube ich. Wenn ihr keinen Geist habt, dann sind wir alle down. Ich hab Ghost. Ich hab alarmiert. Alles mach ich klar. Mal den Radarstörer mit. Wenn eine Drohne kommt, war's das. Warte, Radarstörer an jetzt. Brrr. Ja, aber dann wissen wir ja, dass wir kommen. Deswegen, ja, ich wollte gerade sagen, deswegen, wenn ich Drohne höre, haben gekauft? Wieder gekauft, ja. Keine Drohne, bitte keine Drohne. Ja, wir haben ja Ghost alles hier weit, oder? Ja, ja, aber ja, trotzdem gucken die jetzt zu uns hin. Tearbreak? Ah, ne. Was? Oh, Sniper? Ah, der ist direkt im Haus vor uns. Und direkt im Haus? Und einer vor mir. Tearbreak? Hab den Feind im Visier. Komm zu mir. Ein down. Sauber. Einer K.O. Und oben kommt auch einer. Live Ping. Ja. Okay, dieser Sniper geht mir so hart auf den Sack. Ey. Digga, schieß ab, der ist low da drinne. Digga, der ist low. Den Donald ist K.O. Alter, so eine Scheiße, Digga. Sind das für Freaks schon wieder, Mann, Digga? Und wie so Batman. Ich bin auch übel schlecht gerade wieder, Alter. Kann man nichts machen, Digga. Was willst du jetzt machen, Alter? Kotzt mich das an, Digga. Ich wollte immer mal die Augentestgefühl aufs Maul, Alter. Oh, einer hat mich auch geschossen, den Magger ist Sniper. Oh, ihr wollt das Team Dominik, sorry dafür natürlich. Das Ganze breitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Wo sehen wir uns denn, Olix? Bei der Lupe, die rechts unten ist, die hier. Wenn wir Glück haben und die nicht gleich weg ist. Gulag. Wir sind oben auf dem Dach, links, wo du die erste Lupe markiert hast, da sind die auf dem Dach drauf, Bro. Du die aus. Gehe ich gleich zum ersten Gedöns. Oder einfach nix, ey. Mein Gott, ey. Feindliche Drohne ist aktiv. Feindliche Drohne ist aktiv, Digga. Leck mich doch einfach alle. Keine Waffen. Oben auf dem Ding sind die drauf, ja. Das Gas ist hier auf dem Fersen. Hörst du dann wieder nicht, ey. Keine Ahnung, was so eine Scheiße hier ist. Oben sind die drauf, Leute. Redet doch gerade nicht. Position. Bei dir sind die denn? Ja, oben auf dem Ding, ja, auf grün, glaube ich, sind die drauf. Ja, ja, sag ich ja. Jetzt sehe ich den runterspringen. Finde ich blöde Auswahl jetzt für den Dude. Digga, ich bin down, mein Gott, Alter. Und wir flogen vor mir hier. Ich glaube, die gingen auch gerade alle auf den Kopf, die Schüsse. Ja, Digga, ich, ja, ich glaube auch, Digga, du bist mit dem Wasserkopf, wir sehen der Dude. Du bist jetzt im Gulag. Überlebe, um erneut eingesetzt zu werden. Dankeschön, Christian, mein Lieber. Vielen lieben Dank, Bro. Dieter, grüß dich. Wenn du hier gewinnst, geht's. Dann entschuldige ich mich, Fabian. Ich wusste nicht, dass ihr nicht gekämpft habt. Das sah so aus, Digga. Da weiß man ja mal vorher nicht so richtig. Ja, was soll ich machen? Er kämpft halt echt da hinten noch, Junge. Junge, du, die kommen mal her jetzt hier. Oh shit, oh shit, oh shit. Muss hier raus. Wart ihr in ein Team, Fabi und Dominik, oder was? Weil ihr alle zwei reinschreibt, dass wir euch gekillt haben? Lille. Echt, der kommt und hinter dir hoch. Ja. Kannst du nichts machen, Bro. Ja, links und rechts beide. Sind alle tot jetzt von uns? Nee, war noch ein Gulag. Nee, ich sehe, wir schon wieder rausgegangen, weil schon wieder überall die Totenköpfe wieder waren. So ein Buggy. Schade, Bro. So, wie gesagt, ich mache mal so wie immer. Wir starten nur nochmal neu. Wenn jemand mit reinkommen möchte, schreibt es bitte in den Chat. Dann sparen wir dieses ganze. Oh, Dudi, jetzt ist aber gut. Ja. Hier. Komm hier. Komm hier, du.
Ja, ist gut, Uli. Alles klar, kommst du nicht so mit rein, Tobi. No problem, dude. Müssen wir generell eh gucken, wie lange ich jetzt hier gerade schon streame. Was machst du da so? Die suchst du irgendwas? Na, 2 Stunden, okay. Rudi, komm her. Rudi, Grüße von Melle. Ja, Melle, ja, ja. Okay, zurück. Zurück. Wie geht's eigentlich, Roger? Roger, der ist ja noch in Kambodscha, der kommt erst morgen wieder. Stream ja für dich weiter morgen. Ja, stream morgen weiter, ja, definitiv. Da sitzt am Morgen Ende, Leute. Und die quatscht ja mit euch. Das wäre schon geil, wenn irgendjemand wenigstens den Stream übernehmen könnte, Alter. Keine Ahnung. Halt schon räudig jedes Mal. Ich bin auch froh, wenn ich aus dem Vertrag da wieder weg bin, diese scheiß Partnerschaft. Da ist, keine Ahnung, mehr ein Nachteil als Vorteil irgendwann. Partnerschaft meinst du denn, Alex? Ja, ja, Facebook. Einfach nur Facebook, ich möchte doch nicht mehr Partner sein, keine Ahnung. Achso. Ich fühle mich dann nicht so als Partner, wenn, keine Ahnung, die sperren einfach mal den Stream wegen Urheberrecht, ich habe nicht mal Musik angehabt. Und dann ziehen sie mir wieder das Werbegeld, machen da wieder irgendein Minus und ach, kein Bock mehr, mich da irgendwas zu halten, ich bin selbstständig, ich bin auch nicht auf irgendwelche angewiesen. Dann kann ich lieber auf alle 3 Plattformen wieder streamen, YouTube, Twitch und Facebook und habe trotzdem keinen Nachteil in dem Sinne, Alter. Wenn du da mal was hast, Digga, was von denen willst, die behandeln dich trotzdem wie einen ganz normalen Idioten, der da... Aber wir sind nicht einfach nur irgendwie kacke gebaut, wo ich nichts gemacht habe. Da musst du schon hinterher betteln und dann sagen sie, nee, können wir nicht machen und das können wir nicht. Das ist doch keine Partnerschaft, Alter. Wenn da was nicht hinhaut bei Facebook und haut jeden Tag was nicht hin, da kannst du auch nichts machen und sagen, ich möchte jetzt hier irgendwie ein Ausfallgeld haben oder irgendwas anderes, wenn da was nicht geht oder der Stream wieder abkackt bei den Idioten. Aber wenn du mal was machst, ich weiß nicht mal was, dann ist ja das Stream gleich wieder gesperrt für dich. Darfst du nicht mal die Musik im Auto hören oder was jetzt bei Call of Duty? War doch nie so gewesen. Danke dir, Marcel, mein Lieber. Vielen Dank. Du, die ist gut jetzt. Meine Frau möchte nicht vor der Kamera und auch nicht einen Streamer. Die ist ja nicht mal, also muss erstmal das Spiel ein bisschen üben, versuchen mit Kontrolle überhaupt klar zu kommen, dass sie 2 Sticks auf einmal benutzt. Das wird schon schwierig. Kenn ich von meiner Frau. Was ist denn wieso? Das ist bei Männern irgendwie so, also nicht bei allen Frauen, aber bei den meisten halt. Männer kommen damit eher zurecht mit diesen gleichzeitigen, die Frauen halt nicht. Das ist wirklich so, ja. Das war, ich glaube, das ist einfach ein bisschen Kopfsache. Ja, wir selbst, sind ja mit 1 Stick schon aufgewachsen. Ja, wollte ich gerade sagen, Digga, Alter. Mit 1 Stick sind wir aufgewachsen. Und die Frau ja, mit gut, 2. Ich wollte sagen, ne, aber wie haben wir angefangen zu zocken? Da gab es auch noch kein 3D, ne? Wir hatten 2, die konnten uns dann links-rechts gewöhnen, ne? Mit 1 Stick und ja, dann kam irgendwann 3D dazu, ne? Ja, stimmt schon. Ich überlege gerade, meiner Frau, die läuft dann auch eine Minute vor der Wand, wo ich dann manchmal sage, so, wenn du jetzt nicht gleich den rechten Stick benutzt, um dich umzudrehen. Ja, jetzt haben wir mal kurz zum Abdecken. Ich bin mit dem Auto hinter sie gefahren, ich stehe mit dem Auto quasi in ihr drinnen und sie sagt, wo? Ich sage, die Gegner kommen, steig doch ein, wo ist das Auto, wo ist das Auto? Ich sage, hinten, dreh dich um. Naja, also, das wird schon schwierig. Aber es ist normal, jeder fängt da klein an. Definitiv. Hat auf jeden Fall gestern gut Spaß gehabt mit Ben und Ramona, so wie ich sie lachen gesehen habe, hat schon lange nicht gelacht. Das ist so gut, wenn man mit Spaß dabei ist, können kommt irgendwann. Und die blöden Sprüche von meiner Frau, die ist ja nicht so dafür. Die ist, kann ja mit, glaube ich, auch nicht umgehen, wenn da wirklich mal ein Hater kommt. Meine Frau ist ein bisschen anders. Aber vielleicht irgendwann mal. Ich will sie auch nicht zu irgendwas drängen. So, let's go. Ich will nochmal die auch probieren. Noch einmal probieren. Rudiger, mein Lieber. Grüß dich und vielen Dank für deine 50 Sterne, Mama. So, hier auch. Ich glaube, wahrscheinlich ist die auch gar nicht. Ich muss erst mal was gewöhnen. Das Hufen ist natürlich für den Horst, da kannst du knicken. Aber einfach mal was anderes wieder. Ich spiele so gerne andere Waffen. Boah. Hilf auf, Alter.
die alle runter wie sonst was. Und die Lobby ist ja mal sehr voll. Die sieht wirklich voll aus, die Lobby. Ja, das ist Sven seine Lobby. Mann, ey. Auch vorhin beim Streamer geguckt, ne? Alter, die hatten, glaube ich, fast eine 3er Durchschnitts-KD als Team und hatten eine 0,5 irgendwas Lobby. Ja, VPN denn, Digga, was hier doch gehen, oder? Nee, aber haben sie gesagt, haben sie nicht angehabt, haben sich echt selber gewundert. Das ist krass, Digga, haben sie Glück. Aber ja, 07er Lobbys, 08er Lobbys und das permanent heute den ganzen Tag. So haben sie echt gesagt, hatten sie echt Schwein gehabt. Aber wie kann das denn den ganzen Tag so eine Lobbys haben? Ich hab keine Ahnung. Wenn Marzen Lobbys hat, sag ich mal, haben wir auch schon mal gehabt, so 08er, 09er Lobbys. Ja, vorne. Das haben wir auch schon gehabt, aber 05er, Alter, im Leben nicht, Junge, das ist ja schon echt geil. Die waren mit ihrer KD Platz 1, 2, 3 und 6. Aber du sagst, die hat eine 3er Team KD. Fast bei 3er Team KD, ja. Naja, dann wie kann das sein, dass so eine Dings, der ist ja heavy, Alter. Ich meine, wenn ich mit Gunner zocke, Matti, da haben wir gerade mal, glaube ich, eine 1,8er Team KD. Das ist natürlich Glück. Macht dann wahrscheinlich auch mal Bock für die Dudes, wenn die sonst nie irgendwie so eine Lobby haben. Die haben Vagers gezockt, der eine hat eine 40er Bomb gemacht, der andere hat eine 30er Bomb. Also, Vagers könnte ich auch mal wieder machen, Alter, ey. Hätte ich auch mal wieder Lust drauf, aber. Doch interessant zum Angucken. Ja, hässlich ist momentan mal so schnell getiltet, Alter, keine Ahnung. Kann ich auch von nachvollziehen, aber. Keine Ahnung, ist man gleich mal so schnell halt, dass er keinen Bock auf das Game hat. Aber hab ich mal echt wieder Bock drauf, richtig Bock auf Ragers, Alter. Muss ja nicht unbedingt jetzt um 4 Geld, aber muss immer dieses halt. Ja, man setzt sich mit ein bisschen in die Lage rein, man fühlt ein bisschen mitfiebert mit. Bekämpfen wir den echten Feind. Wir haben einen Schildpennerin wahrscheinlich. So 50 Leute, ja? Ehrlich jetzt, ja? Oh, oh, oh. Das wird jetzt so eine spitze Lobby sein. Ich wollte gerade sagen, dafür haben wir ein bisschen Freaks reingeholt. Echt noch 50 Leute, was sind da nicht richtig, Alter? Das ist schon wieder merkwürdig, Alter. 4er KD. Echt, ja, 55 Leute, Alter. Was ist denn da los, Junge, ey? Das wird ja wieder suchen und verstecken, wird das hier, Alter. Da wird es wahrscheinlich ein Team geben, was mit Hilly oder Flugzeug Auto pusht. Ja, komm, shit happens, Alter. Aber wenn wir da jetzt nicht wenigstens Platz 11 wären, von 12, müssen wir reisen, Junge, Alter. Man muss auch Träume haben. Ja, aber hallo. Ich setze meine Ziele nicht zu hoch. Platz 11, Leute. Platz 1. Kommt jemand mit bei uns? Nee, ich glaube, jeder mit da. Könnt euch vom Haus verpissen, direkt wieder runter da. Danke, ciao. Du sprichst kein Deutsch da vorne als Großer? Zack, runter da, Junge. Aber Halleluja, Junge. Hier, wir hier rein. Hier sind keine Kisten. Dein Ernst gerade? Man macht dich raus da, aber im hohen Bohin, Junge. Ich kenn da nichts, Digga. Ich lebe das Spiel, Junge. Hier ist noch mal ein Selfie für einen von euch. Noch ein Selfie, zwei Selfies hier oben. Ich hätte jetzt gar nicht gesagt, noch ein drittes Selfie, aber das war was anderes. Du, die ist gut. Lass das nächste Mal probieren, Typ 11. Wenn wir mal bezocken. Oh, Digga, bist du denn sauber? Hör auf damit, mein scheiß Herz jedes Mal, Mann. Du, Otto. Hier ist noch mal so ein Kistenscheiß. Wenn jetzt hier in der Kiste markiert wird, geht er mal nach links looten. Die zwei Häuser mal ich hier, mein Guter. Die zwei Häuser mal ich hier. Wir haben echt eine Waffenkiste da hinten bei irgendeinem von euch. Wir können gleich einkaufen, Leute. Haben wir einen Shop? Ja, bei mir hinten haben wir einen Shop, Leute. Kommt ihr zu mir hinter oder wegen Einkauf, glaube ich, schon besser? Oder haben wir auch, wir können auch bei der Tanke einkaufen, wenn ihr wollt. Komm, hier, also ich komme zu dir jetzt hin. Dann los, Leute, let's go. Oh, da hinten ist eine eigene Waffenkiste. Ich komme dann gleich mit dem Ballon gesprungen. Können wir alle einkaufen, Digga? Das macht eh keinen Sinn jetzt, ihr Digga. Ihr braucht mich nicht, doch, ihr braucht mich. Doch. Scheiße, dann kann ich mir die Waffenkisten nicht holen. Wir haben doch eh alle eigene Waffen, Leute. Ihr braucht doch keine Waffenkiste. Wir müssen doch eh sowieso zwei Kisten. Wir kaufen doch sowieso zwei Kisten. Insgesamt kommen eh zwei runter. Ist ja gut, ich komm ja schon. Macht doch keinen Sinn jetzt hier, Leute. Let's go, dude. Halt doch mal. Ich will nicht wieder schreien, aber let's go jetzt, Mann, Alter. Was ist denn dein scheiß Problem jetzt? Ihr wollt echt, dass wir verlieren. Sag mal, was machst du da, Junge? Oh, er hat das nicht mitgenommen. Ich hatte eine, Bro. Hab ich vergessen zu markieren. Oder ich wollte, dass ihr die nicht bekommt anscheinend, Digga. Marc, grüß dich. Was fällt weg? Wer fällt weg? Selfies sind weg. Oh, da ist ein Gegner hier. Ich geh in die Richtung. Dila. Gegner. Ist ehrlich, Digga, oder was? Ja, kein Scheiß. Also ich komm doch auf den Zug. Oh, oh. Zone beginnt über. Ich hab nur Klauswaffen. Ja, die Kiste ist doch da, Bro. Chill. Feindliche Drohne haben die uns geknüpft. Jo. Oh, Snipe. Hab ich. Ey, Assist bekommen.
Wenn du mit der Fahrerlaser denn drauf bist, dann macht die echt gut Damage hier oben. Oben auf dem Berg werden die beschossen, von oben auf dem Berg. Lass uns nach links einfach weggehen. Dann gehen wir uns nicht pushen, Digga. Gehen wir nach links. Kommt der. Ja, aber die muss aufpassen. Die sind rechts oben auf dem Berg drauf, Bro. Ja, aber die fighten gegen irgendwen? Ja, gegen die. Die fighten gegen die, die uns pushen wollten. Ey, Digga, ich glaube mit der Fahrer bin ich schneller als mit der Oak da als MP. Ich weiß auch nicht. Fühl ich absolut das Brett. Ich finde noch irgendwo eine Bunkerkarte. Ich habe keine AR-Muni, Leute. Habt ihr ein bisschen Sturmgewehr-Muni, bitte? Ja, hier. Ja. Nee. Aber auch okay, nicht. Thanks. Ganz weiß nichts abgeben. Bitte Aufklärung. Okay. Ja, links und oben halt. Lass uns nach links weggehen, oder? Die holen. Die kommen auch zur Kiste, glaube ich, Leute, oder? Welche? Das meine ich ja mit links. Wollen wir da hingehen und die wegholen oder wir rechts hoch die anderen holen erstmal die? Sind aber näher ran, die kommen gleich auch zu unserer Kiste. Ich auch links, ja, ja. Die haben ohne Feind die Drohne rausgekloppt, holt euch Ghost bitte. Ja, der ist auch gerade am Shop. Die werden jetzt zu uns kommen. Beim Shop sind wir hier. Ja, die werden jetzt zu uns kommen, Leute, wir müssen aufpassen. Ja, da kommt schon der eine. Die kommen schon, Leute, die kommen schon. Einer raus. Sauber. Auf was ist die oben nicht kommen denn? Da oben ist er. Der ist runtergesprungen. Und Kurs! Hinter mir! So, unter mir, eins von beiden. Hier vor mir ist einer. Vor mir den blauen Ding war einer dran. Wieder Paketverlust, 30% Paketverlust. Ey, was ist denn das heute, Alter? Junge, es leckt übel rum, die Scheiße, Junge. Butterbirnen, Alter. Der Rucksack snackt dann natürlich, das ist klar. Der bleibt nicht lange liegen bei unserer Gemeinde hier. Der bleibt. Was machst denn du die Türen zu, wenn ich da durchlaufen will? Dann machst du Lucky offen. Du Iltes. Wo ist denn jetzt der andere Dude hin? So. Energie sparen, Mensch. Energy, Dude. Energy. Wo ist der hin? Dudi! Zuckerblät! Wo ist der hin, der Budi, Alter? Das kenne ich von meinem Hund aber auch, Alter. Übel, Digga, Alter. Lass uns denn mal. Assist bekommen. Mit einem Seil fliegen oder was, Leute? Hat einer von euch gerade gesniped? Ja, nee, ich hab geschossen aus Versehen mit meiner MP, Digga. Aus Versehen, ich bin auf dem. Er hat gefettfingert. Ja, aber übel. Wo ist der hin? Der wird irgendwo campen, vielleicht wegknallen. Budi, ist doch gut. Will der raus oder was? Ja, ne, der ist halt zu wild. Da rennt Timmy mal um und zwickt ein bisschen. Muss er in der Stube bleiben. War der Pech, ne? Er ist immer so heftig aufgedreht, ja. Und das? Oh ne. Nee, ey, da komm, Digga. Verpiss dich. Er kommt runter. So. Ist er gestorben? Alle beide tot. Muss ich mal sagen, Digga, fühle ich. Fühle ich aber 1 zu 1, Bro. Oh, bin ich schon weg. Ist egal. Kopf geht es da hinten. Hab ich schon. Hier, Gretchen, du hast noch keine? Ja. Yep. Wir sind 11. Platz, Leute, let's go, aber der Paketverlust ist nicht wie. Jetzt habe ich für 0, dann habe ich für 30%. Alter. Was liegt denn das heute, Alter? 11. Platz, sowas erreicht man nur im Team, Jungs. So Digga, sexy. Wir haben den Auftrag gemacht, Blick Rechnung, ich weiß auch nicht, wer weiter weg ist. Kopfgeld wird er nicht holen, oder was? Es ist weg, okay. Wir fliegen erstmal denn zu dem blauen Marker hin, da haben wir nichts zu sein, müssen wir was aufpassen. Dass unter uns keine. Ich glaube, da wird Auftrag gemacht, ne? Habt ihr gesehen. Der Lila, okay. Aufklärung. Den Teams nur noch, komm. Jetzt hier. Muss nicht genau auf Lila sein, aber war so grob die Richtung hergepasst haben, der Ping. Gretchen, bist noch nicht voll geplated. Ich weiß nicht, ob das Absicht war. Nee, war keine Absicht. Danke. Sicherheitszone wird. Da hinten, Alex. Wo denn? Da, Live-Ping. Achso, okay. Einer rum, die ganze Zeit da mehrere sind das, Digga. Da sind mehrere, ja. Die laufen gerade weg. Die müssen kommen, ja. Besten noch nicht schießen, lass den näher rankommen, zeigt euch nicht. Nee, da oben auf dem Dach. Scheiß drauf. Lieber nach links und rechts erstmal gucken. Die sind noch viel zu weit weg, um dass die uns Terror machen. Finden eine Drohne her, haben wir kein Geld dafür. Digga, was macht. Was macht ihr denn da die ganze Zeit, Leute? Hört mal auf mit der Scheiße. Das ist übel heftig. Sau, Tür auf, Tür zu, Tür auf. Ich hab Angst, Mann. Ich hab Angst, Alter. Was macht denn ihr das mit mir? Wir heizen noch nicht für draußen, Mann. Lass das. Na, warum seid ihr denn so jetzt, Alter? Nicht bei dem Preis. Oh, Flugzeug.
Aber Blumen sind eigentlich so cool und cool, Digga. Das ist nicht cool, Bro. Ich. Was ist denn mit dem los? Der braucht mal eine Zigarette, komm, Digga. Haus war einer. Ja, hier, Alex, da. Jo, wollen wir den einen versuchen zu lasern? Nee, ja, warte mal. Hier. Verstanden. Lass uns mal gleich den linken, den wir gerade anvisiert haben, wenn er hinterherläuft, versuchen zu. Alter, hier ist der noch. Alles klar. Lass uns den gleich mal, wenn er Open Feed rennt, lasern. Und jetzt, komm. Jo, das war wohl nicht. Gar nichts. Ich auch nicht. Wollen wir mit dem Seil schon mal in die Zone rein, lieber? Ja. Jo, machen wir das. Oh, ich flieg immer so gerne ungern ohne Drohne. Ich auch, Digga, eigentlich. Willst du machen, Brudi, Alter? Wir können ja erstmal hier vielleicht zu dem Ballon. Ja. Wir sind 38 Leute, Manu, jetzt kein Cheater drin. Wir haben mit 48, 45 Leuten gestartet, Digga. Ist kein Cheater drin. Wir haben mit 45 Leuten gestartet, Bro. Da hätten wir auch nochmal. Hier fliegen wir mit dem neuen Seil vielleicht hin. Erstmal gucken, wo da uns überhaupt einer ist. Müssen wir mal aufpassen. Flugzeug. Flugzeug ballert voll auf meinen fetten Wasserkopf, Digga. Das ist schon wieder zum Kotzen, gut, Alter. Himmel, ey. Ich hab's gesehen. Geld auf uns. Kopfgeld. Ey. Im nächsten Seil zum Ding, so kann sein, dass die das oben angenommen haben, Leute. Müssen wir halt aufpassen. Oh, ich hab einen Sniper von hinten gekriegt. Ja, ich hab immer auch einen Sniper gekriegt. Der hätte noch Flugzeug ist auch irre, Alter, Digga, Junge. Meiner. Der hat mich einfach weggeholt eben, ey. Guck mal da. Vor uns aufpassen, im Haus jetzt hier rechts. Den falschen auch mal weggewählen, Alter. Mann, 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 ey. Dass wir zum Kopfgeld gleich kommen. Wir haben genug Geld für eine Drohne. Na dann los, let's go, let's go, let's go. Geld liegt. Ah, das ist vom Plotten, scheiße. Nehmen wir auch, Digga. Soll ich direkt raus? Ja, ja, natürlich, Bro. Weil wer auch immer kauft. Ja, kauf ich anscheinend. Ja, sicher. Ja, klar. Let's go, dude. Okay, hinter uns kommen die halt. Sind die schon so weit oben? Nee, die kommen auch noch nicht. Wir lassen erstmal das Kopfgeld einsammeln. Wenn die zu uns kommen, ja, die Frage. Wir müssen ja nicht unbedingt zwingend, sag ich mal, jetzt hochlaufen. Wir können das Kopfgeld mal nehmen. Die falten ja selber. Oder wir pushen halt mit Seil drauf, wie ihr wollt. Ja, pushen, oh, mir ist egal. Weil wir das hier genau im Highground. Ich würde das mal das Kopfgeld abnehmen. Ja, dann nehme ich das Kopfgeld an, dann gehen wir in die Richtung. Geht das schon mal in die Richtung gehen, wenn ihr wollt? Ich habe jetzt keinen Bock, dass vor mir gleich irgendwo noch einer kommt. Die können ja alle Ghost haben, ihr habt ihr nicht drauf verlassen. Und die denken, wir sind auch noch gejagt, ja. Kopfgeldziel, ja, sind sie sogar das Kopfgeld? Hab Spaß, ja? Ich glaube, gleich werde ich abgeknallt. Ich habe ein komisches Gefühl. So mach ich auch nicht, weil deine Gefühle irren dich meistens mit. Ne, ja, das meine ich, Digga. Aber ich move gerade rum wie ein. Weiß ich nicht, Alter, wie eine Schnecke hier mit der. Einer ist hier noch. Bei Lila. Du musst auch nach hinten aufpassen, links und rechts. Ich werd gesniped. Wird wiederbelebt. Ich hab Angst, dass hinten einer kommt, Leute. Wurde bestätigt. Wundervoll. Könnt ihr mal eine Drohne kaufen? Wir können doch mal eine Drohne kaufen, Leute. Ja, kommt ja, bitte erstmal, kommt genau ihr bitte erstmal zurück, Leute. Macht keinen Sinn, wenn jetzt ein anderes Team von hinten pusht. Gerade hier in der Ecke oben, ist das nicht unüblich. Alex, ich hol gleich eine Drohne. Okay, das ist ja super, ja. Du eine Munikiste vielleicht? Direkt raus, ich hab Muni, wenn du brauchst. Ich hab Muni, wenn du brauchst. Was brauchst du, Alex? Sturmgewehr, weil ich habe kein ganzes Magazin mehr zum Nachladen. Ich nehme das Großbild hier an. Ja, ja. Sind immer noch am Marker unten. Versuchen mal wieder abzufangen, Leute. Ich habe noch einen mobilen Ballon. Falls man da, die kommen hoch, ich brauche euch jetzt. Die kommen langsam hoch, Leute. Die kommen langsam hoch, Digga. Ohne einen mobilen Ballon habe ich auch noch. Digga, ich kann jetzt nicht finishen, den Dude, oder was? Hallo Alex. Alles gut, alles gut, achso.
Einer noch? Wo snipe denn der Dude, Digga? Cluster. Direkt hinterm Haus. Cluster. Cluster, Cluster, Cluster. Ja, auf den hier Haus auch ein Cluster drauf. Okay, ja, wichtig, dann müssen die Cluster. Moven. Zweiter Cluster. Hier unten. Geh ran, ich hab Totenstill aktiviert. Oh, du bist aber alleine, Alex, an drei Leuten jetzt, macht keinen wirklichen Sinn. Das Schild ist. Ja, einen hab ich erwischt. Feindlicher Präzisionsluftschlag. Dreht sie wieder. Feindlicher Präzisionsluftschlag, aufpassen! Weiß nicht, Gretchen, kannst du kommen mich holen? Schwierig grad. Zone grad, Alex. Kommt also versuchen runter zu pushen, aber dann werden es mich irgendwie. Ruhe bitte. Denke ich. Drop einen Ballon. Sorry, Matt. Rechts. Seht ihr nicht? Die sind da unten, glaube ich, ja. Mach hinten doch aufpassen, Leute. Jo, ich werd beschossen. Von unten. Seht ihr nicht, Bro? Er ist unten irgendwo lang gelaufen. Glaube ich. Hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Hinter uns. Zone. Hier unten. Einer K.O. Einer Minus. Ich seh die nicht genau. Doch, Scheißdreck, Digga. Richtig uncool gerade. Direkt vor uns. Der rechts von mir läuft einer. Hä? Ah, da ist er. Yo, Digga, von allen Seiten, Bro. Jawoll. Ich hab's noch nicht gewusst, dass wir von hinten wieder ins Maul kriegen, Digga. Wenn du länger als 2-3 Minuten stehst, wie so ein Vollgockel, nach unten aims, Digga, brauchst du dich wundern, ey. Ach komm. Wenn du verlierst, bist du erledigt. Kehrst an die Front zurück. Gute Arbeit. Ja, Digga, was soll ich jetzt machen? Also. Kurz warten. Die Zone ankommt. Alles wäre geil, wenn wir so rauskommen wieder, ne? Ohne Gegner. Das wäre auf jeden Fall, ja. Ey, jetzt halt meint er so. Ja, ja. Na, für mich ist es. Genau. Für mich ist ein Gegner kein Gegner, Freunde. Versteht ihr das? Let's go. Ja, ich bin so angepisst gerade, wenn man da. Ich wusste irgendwie, auf der C4, die kommen von hinten. Was sollen wir jetzt machen, Alter? Auffüllen, alle Vorratkisten aufgestockt. Vorratsstation identifiziert. 50 Sekunden noch. Also wenig in Richtung Peak. Wir warten erstmal noch. Die fighten von da oben, Digga, Gretchen. Dürft jetzt keinen töten. Vielleicht können wir den hier wegknallen, Bro. Hier ist er unten. Ich zieh los. Ich hab keine. Wieder belebt bei mir. Gulag. Alles klar, rücke vor. Vorsicht, ich kann da nicht viel helfen. Teammitglied wurde für erneuten Einsatz freigegeben. Das Gas kommt. Ich hab mich erschrocken, Bro. Unter uns sind die, einer ist genau close unter uns. Der Feind fängt über den auf den Himmel. Einer kommt geflogen. Boah, da steht da einer in dem Haus drin. Wie gesagt, unter uns ist einer drinne. Setze Tränengas ein. Granate ist raus. Glaube ich jetzt nicht so realistisch. Oh, ich hab gewonnen. Dein Teammitglied ist jetzt im Gulag. Kann ich da runterkommen zu euch, Alex? Nee, ja, auf Dach oben ist es drauf. Ja, komm, wo kam er? Ja, die laufen richtig viele rum. Hab den Feind im Visier. Ja. Er piekt jetzt auch auf dem Dach oben. Dann lebt ein Video, du hast genug Geld, flieg woanders hin. Ja, ja. Yo, Außenluft weggesniped, Alter. Mann, ey. Bleiben wir zusammen. Kann nicht angehen, Alter.
Ist der nächste Shop hier irgendwo in der Nähe einer? Nicht wirklich. Was ist der letzte oder was? Nein. Wahrscheinlich. Hier wäre noch einer. Ja, schon da oben. Und da noch. Die Versorgungsstation ist hier. Scheiße, alle Kackshops, da unten sind sie auch schön, da unten dran. Da sind sie auch auf dem Dach, da oben drinnen schon und campen. Ich glaube, da ist einer drinnen. Worfshop, Alter, Legende, Junge. Hoffentlich hat der jetzt nicht auf dem Dach oben. Direkt nichts null. Wir müssen zur Kiste runter. Da sind zwei Kisten da. Ich glaube, wir werden komplett abgehen, weil die Kisten liegen so richtig Hure, Alter. Ja. Ja, ich glaube, oder Overkill. Overkill, scheiß drauf, Digga. Wo waren wir jetzt aber hin, ist die Frage? Wir haben ja nichts, wo wir von der Deckung kamen. Keinerlei. Ich habe Platten hier, die raus. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe Platten rausgelegt. Wir werden jetzt von oben auf den Schießen gleich, Leute. Wir haben keine gute Posi. Absolut nichts. Das ist eine Fick mich Posi. Weil die snipen schon von oben. Ja, schießen schon. Hier oben sitzen sie. Ja, ich kann es nicht anpingen. Hier oben. Jetzt. Digga, ich hänge fest, Digga. Lächerlich. Ich lauf, glaube ich, rechts mit dem Ballon nochmal, flieg mit dem Ballon. Ja, ich wollte gerade sagen. Über uns. Uns. Ich hörte. Ja, jo. Unten in die Dings rein bei mir in die Hülle hier. Ja. Da ist schon einer. Ich brauche Hilfe. Bitte kommt doch mal, let's go, dude. Ich bin jetzt dann. Ich bin auch dran gewesen. Verdammte Scheiße, Mann. Ne, hatten die eine Drohne draußen? Ne, eigentlich nicht. Nichts gehört. Er wusste, dass ich komme. Hab ich gesehen, ja. Level 22 auch, Digga. Ja, ne, komm, da hat was nicht gepasst. Er hat keine Steps gehört. Er dreht sich direkt um, zieht die Waffe und schießt mit. Also, ne, sorry. Guck mal eins kurz, Digga. Ne, 11 Kills mit Level 22. Amaguera spielt ja komplett räudig. Ich spiele komplett kacke, der Amaguera. Also, der ist auf jeden Fall kein Pro-Spieler. Safe dich, Alter. Der spielt die mit einem Schalldämpfer, mit einem komplett falschen Lauf, mit einem falschen Griff, mit einem falschen Mac und trotzdem 11 Kills. Man kann auch mal echt Glück haben, so ist es nicht, aber. Ist der jetzt tot, ja, der Dude? Warum steht der nächste Spieler gerade da? Hä? Vor allem kam ich kam von komplett anderen Seite, als ihr gekommen seid, also. Ist der jetzt tot, der Spieler? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Der ist raus. Ja, der ist raus, warum der? Raus, ja. Rausgegangen ist der, oder? Hat so viele Leute beobachtet, wa? Der ist nicht gestorben, der ist einfach rausgegangen, der Dude gerade. Ja. Ja, ja, der war ich auch. Ich hab dich auch zu Fox, da war ich weg. Ne? Ja, ich glaub. Der ist rausgegangen. Ja, 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 glaube ich auch, Digga. Ich glaube, wo sein Account nicht riskieren und ist lieber gegangen, bevor er angeschissen wird. Macht ja keinen anderen Sinn, wenn wir uns rausgehen mit 11 Kills im Weltgame, Digga. 100% hat der Panik gekriegt. Block, Block, grüß dich, mein Lieber. Ich komme nicht dazu, irgendwie was über die Augen zu sagen, weil ich irgendwie nicht dazu komme, die zu schießen. Wenn ich damit schieße, kriege ich auf die Fresse. Also, weiß nicht, mal gucken. Fahrer ist auf jeden Fall immer noch geil. Salut. So, salam alaikum. Ich überlege jetzt gerade mal, ich mach. Das Ding mache ich jetzt hier mal rein. Und dafür nehme ich das Ding raus. So. Dann, ist ja wohl. Was euch noch? Dankeschön, meine Schnuckelhase. Liebe Grüße nochmal. Und wir hören uns ja, Brudi. Jo, bis dann. Ciao. Ciao, ciao, Bro. Ciao. Einmal mit der Aug einkill, Digga. Das war mir heute lang. Wenn ich zu viel verlangt. Aug. Kann man noch anders machen an der Waffe? Eigentlich nicht. Was ich noch testen wollte, was übelst krank ist, Alter, was ein bisschen lustig wäre. Die, wo ist sie denn? Die ganz normale MW-AK, Alter. Die habe ich ja, glaube ich, in Tasse sogar getestet, die war scheiße, aber. Ich glaube, ich teste sie nochmal.
Ich bin mal gespannt. Hört der Alex mich jetzt? Ja, ich höre dich. Ja, ja, ich hab dich vor. Ja, ja. Also welcher Alex? Weiß ich auch nicht. Ja, du. Na du. Ja, du, Alter, Hammer, Alter. Das ist wie wenn du sagst, ja, wo sind denn die Gegner? Na hier, Alter, na, was ist denn da los, Junge? Ich bin gleich, warte, ich muss ganz kurz Marienkäfer fangen. So. Na, seid ihr drin? Kann ich ihn auf dem Hof lassen wenigstens? So, wo seid ihr denn? Mann. Genug Training. Jetzt bekämpfen wir den echten. Was ist so das Problem, dass er bei euch nicht sein kann? Weil er will oder was? Hey, oder versteht er gerade nicht? Hätte sich eine Katze holen müssen. Was ist denn los, Junge? Ich schieß von, ich muss einfach mal yes, Digga. Yes, sir. Yes, sir, brother. Brotherhood. Battle Royale. Gas nähert sich deiner Position. Ab in die Sicherheitszone. Ja, aber deine Nachricht ist grau hinterlegt, deswegen würde keine antworten. Keine Ahnung warum. Das habe ich vorhin in die Kamera gehalten, hier. Warte kurz. Das ist auch nicht verboten, Digga. Das heißt Wildkraut und das musst du durch die Nase ziehen. Das sind so Energies, das halt so. Das heißt, alles Mögliche drin: Guarana, Koffein, Taurin. Ob das in Deutschland erlaubt ist, oder in Österreich ist es auf jeden Fall erlaubt. Geh schon mal runter und looten. Alex, dein Haus. Du? Was? Mit dem Flugzeug? Der Flieger, genau. Digga, aber ganz schnell. Die falsche Richtung, mein Lieber. Die falsche Richtung, Junge. Nein, hier ist so ein Reiner. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade echt gedacht, ich gehe jetzt raus. Ich gehe raus, verlass die Runde. Ja, du kannst ja nichts tun. Ne? Dann machst du einen Nachmittag heute noch, Digga. Ich mach meine Häuser oben wieder. Dann hab ich hier meine eigenen Waffen. Alex, was machst du am Nachmittag? Alex. Du, was du heute machst am Nachmittag? Ich hab eine eigene Waffenkiste. Okay, okay. Meine eigenen Waffen auf dem Dach, direkt oben am Vorderdach. Seht ihr, das ist ein Grund, warum das mein Haus ist, so. Eine landen. Ach was, ehrlich jetzt? Bei mir? Ja, auf dem Dach oben drauf, ja, ich hab den gesehen, der springt glaube ich zu mir. Nee. Ja, klar. Hab ihn. Ich hatte schon keine Platten mehr drin.
Oh, das ist ein Einzelner. Was sagen wir, sind deine Mates, Alter? Ich glaub ja. Eis, gib mal die Platte, was du gerade geknommen hast. Oder hast du schon geschoben? Ich hab Platten für euch, ich hab Platten für euch. Liegen überall Platten bei mir noch. Aber der LKW fährt meine LKW Pistole. Fährt, ja. Hier ist Panzerung. Ich hab gedacht, die doch nicht in dein Haus. Ich erlaub's dir gerade. Komm, ich leg mal Platten raus für euch. Kommt her. Wolfi. Hier noch eine, Wolfi. Markiert ist. Der LKW kommt, Leute. Hier ist Panzerung. Wird angehalten, Bro. Was macht denn echt? Also geht ins Haus rein wahrscheinlich, oder? Jo, der ist im Haus drin, ist der. Irgendwie pushen, Leute. Über uns, über uns. Über uns fliegt einer. Negativ. Vergesst, was ich gesagt habe. Bedrohung. Auf unserem Dach, glaube ich, im Vorderdach, glaube ich, bei uns ganz oben, wo ich immer drauf gehe. Da auf dem einen kommt schon her. Schildbäcker der, Leute. Alleine, Alex. Komm erst zurück. Den einen habe ich raus. Du verlierst an Boden. Über mir auf dem Dach. Versuch Alex zu helfen. Ich hab nix. Ruhe bitte, Ruhe bitte. Ah, gegenüber von mir ist einer noch. Anderes Haus. Digga, oh, Leute, komm, die brauchen Hilfe. Komm. Von den Gegnern kommt auch einer unten rein, Achtung. Wie viele sind da, Alex? Braucht die, Bro, ich weiß nicht. LKW ausgestiegen? Ja. Hab ich. Wir sind in der Sicherheitszone. Feindliche Drohne aktiv. Die kommen zu mir. Oh, hier ist einer, was noch drin, Alex, ach, scheiße, der ist auf der gleich die Treppe hoch. Ein Teammitglied hat den Gulag betreten. Ein Überleben erlaubt einen erneuten Einsatz. Wo ist er? Oben bei dir, oder? Unten. Direkt bei mir. Hab ihn. Auf der Wichser hat meine Waffen. Platten. In den Gulag geschickt und hat welche, okay. Waffen, Alex. Okay. Teacher, ja. Wir haben eine Bunkerkarte. Ich bin gut, danke dir, Bro. Ich hab jetzt keine MP-Modi, halt, wie du immer mal. Warte, ich hab 150, gib dir was. Thanks, Bro. Kamen die schon wieder her? Verstehst du immer nicht. Ich seh immer keinen mitfliegen und dann kommen die alle. Ja, sowas gehört schon auch schon. Können erstmal im Bunker rein oder was? Warte, warten kurz bitte. Auf den Gulag. Drohne aktiv, Bro, aufpassen. Ah, verdammte Scheiße. Wir können wieder kaufen, aber die ballern vor uns irgendwo, Bro. Die ballern genau da. Die ballern genau im Bunker. Ja, ja. Also komm, Schwede, ich hab's jetzt gerade aufgenommen. Eine Kiste gekauft, Leute. Komm her. Haben hier eine Kiste gekauft, haben die. Nehme neue Position ein. Ja, sollen wir zu unserer? Naja, können wir auch machen, aber wir müssen ja Kollegen wiederholen am besten. Aber wir können erstmal zu unserer Kiste ruhig hin. Ich guck gerade die Kiste, ich sehe da keinen dran, Bro. Die ab, Leute, erstmal. Ah ja, okay, ja. Die haben eine Kiste, also die haben bestimmt die Kiste geworfen, die haben unten im Bunker gefunden, ja. Digga. Überhaupt. Zwei Stück mindestens. Chillbreak, der eine. Kommt auf uns zu, abgesprungen. Unter uns einer? Nee. Einer ist am Laudi. Sniper? Hast du einen Sniper gekriegt? Okay. Ja, wird jetzt ein bisschen schwierig mit eigenen, eigenen Waffen. Nach hinten weg, vielleicht unten rechts rumlaufen, außen an dem Ding. Dann lässt die uns jetzt auch pushen. Ich werde Platten mehr, Alex, kannst du mal eins machen? Ja, hier. Ja, ich habe auch noch eine. Danke. Ich glaube, die pushen uns heute. Ja, die werden uns pushen, ja. Digga. Wir müssen zurück ins Haus rein, das bringt jetzt nicht wegzulaufen. Okay. Sonst haben die noch einen einfachen Ground. Ich hab nur 40 Schuss MP, Muni kann einer mal eins. Ich hab auch bloß die kommen schon. Hier auf uns. Aufpassen. Feindlicher Präzisionsluftschlag, aufpassen. Ausgestiegen, Auto. Hinten läuft auch einer hier an dem Zelten. Unterwegs. Der sniped, ich bin down, ich brauch Mund zu Mund. Der ist gut. Komm. Der trifft mich immer noch. Oh, was? Die kommen von unten, die kommen von unten. Digga, was? Boah, Alter, was? Nee, ist der, ich glaub nicht, dass der sauber ist. Ah, der ist auf dem Nebengebäude bei uns. Digga, nee. Irgendwas ist da nicht richtig. Überlebe, um erneut eingesetzt Alter. Alter, komm hoch.
Zwei. Bereit machen. Ich will die gerade nicht die Runde, Alter. Komm, ganz Team. Bleiben wir zusammen. Kämpfe dich raus, um zur Front zurückzukehren. Wenn du verlierst, bist du erledigt. So, oder was hast wieso hast du gefragt, was ich mache heute? Ich will mir vielleicht einen Zoo gucken, ich weiß noch nicht genau. Ja. Landgranate geworfen! Oh, der ist doch da hinten gesessen. Hä? Hat der eingenommen? Hast du nicht gecheckt? Hab ich nicht gesehen, Bro. Ich hab's auch nicht gesehen. Der war doch hinten links in der Ecke eigentlich. Plünderungsauftrag lokalisiert. Ja, es ist laut, die Freunde dorthin. Nee. Philipp Nippon, Freundin, grüßt euch. Ivo, huhu, schönen guten Tag, meine Freunde. Schön, dass ihr da seid. Hey. Hey. Hinter dir, dreh dich um. Hinter dir, Klaus. Na geil. Wird von rechts wahrscheinlich gleich kommen, Digga. Hier, der war noch links, der war links, ja. Stark. Bleib da. Alles klar. Moin. Alter, ich weiß nicht, es ist doch Sonntag heute. Was ist denn das für eine Meisterschaft hier gerade? Du musst vergessen, oder was? Mal kurz gucken, was die für Kills haben. Ede da reingesprungen ist. Zwei Kills in dieser Move. Alter, was ist los mit den Lobbys? Ja, mal gucken, was überhaupt für Lobbys sind. Eden ist ein Gulla, hat drei Kills. Die was hat mir für alle? Da war immer 1-2, oder? Gestern. Dankeschön, Mike, mein Lieber. Vielen lieben Dank, Bro. Du wirst nichts von mir mitspielen, dann gehe ich raus. Teste trotzdem nochmal die AK, obwohl ich dazu nicht gerade komme. Da hätten wir noch irgendeine andere MP in petto. Mal, wer reinkommt jetzt. Komm, scheiß drauf. Scheiß drauf. Und Marco. Achso, wir wollten noch UGM nochmal spielen. Rückschussbooster hab ich auch voll vergessen. Ich bin schon so müde heute. Da hinten mal her. Musst du eigentlich stationär bleiben? Na, müssen ja, aber ich habe mit den Arzt halt gesprochen, dass ich entlasse mich nicht selber, aber ich gehe trotzdem nach Hause, weil ich werde ja bloß einmal nochmal danach kontrolliert immer. Und das kann ich auch quasi machen, da kann ich einmal am Tag hinfahren und dann machen die das da. Muss ich halt Wartezeit mitbringen, aber so brauche ich halt da nicht pennen. Und dann halt eine Woche später nochmal zum Fehlen ziehen. Alles gut, Schnucki. Dann, oder? Ich glaube, da müssen wir würfeln, Grätschen, wa? Was? Alle, am besten alle rollen, das wäre für alle am fairsten. Keine Ahnung, mir ist egal. Ja, rollt alle, komm. Ausrufezeichen Rolle, ne? Yes. Roll. Yes, yes. So. Wann? Nö. E ohne E. Ach ja, achso, siehst du. Rolle. Ich hab's zu wörtlich gemacht. Nee, ihr müsst Rolle eingeben, R-O-L-L-E. Ihr müsst Rolle eingeben, nicht mehr Roll, das ist kein Spaß, das habe ich geändert. Weil Facebook hat auch einen Würfelspieler integriert. Und deswegen ging das vorher nicht. Okay. Wenn ihr Roll eingibt, dann kommt bis D20 der Würfel. Ihr müsst ganz normal Ausrufezeichen R-O-L-L-E eingeben. Das ist kein Spaß. Hat er nichts gemacht bei mir? Ja, der Bot ist ja auch aus, warte kurz. Ah, okay. Also doch Rolle, siehste. Ja, ihr müsst Rolle eingeben. Das ist jetzt, weil ich finde das irgendwie besser, wenn das ein bisschen höher geht, nicht bis 20. Gut.
Mörder muss ja selber eine Rolle rumspielen. Ey, grüße dich, Matthias, mein Lieber. Right? Jetzt, ihr könnt machen. Guck mal, Rolle. So. Hier kommt gar nichts. Ah ja, 27. Ja, dann mache ich halt Platz, wa? Wünsche ich euch dann weiterhin viel Glück und Spaß. Wenn nichts wohnen, kann er reinkommen. Ja, kannst du nochmal mit reinschauen, Bro? Ja, ist gut. Ja? Kommen wir schon. Alles klar, die Gehirn, wir hören uns. Wir hören uns. Tschüss. Oh, merkt man die Enttäuschung so ein bisschen, hört man das raus, tut mir auch mal leid. Stell mal vor, so, man würfelt so, Alter, und dann auf einmal die niedrigste Zahl, schiss, du Wichser. Voll beleidigt raus, Junge. Tut mir echt, bei manchen hörst du es wirklich. Nicht mal würfeln ja. Kannst du, Junge. Da gab's einen, ich weiß nicht, wer das war, keine Ahnung, auch von den Supportern, der hat gewürfelt gehabt, hat eine 1 gewürfelt und einen Tag später eine 3. Das tat mir richtig leid, Junge. Also, der sollte es lieber lassen mit Lotto spielen. Eieiei. Ich will die AK nochmal testen. Ist, glaube ich, echt nicht so verkehrt auf Midrange gewesen. Einfach immer was anderes. Kann es nicht mehr sehen, die normalen Waffen. Ja, mal gucken, wie lange das Meta bleibt, ne? Wenn sie für Warzone keine Updates mehr bringen und alles. Na, ich glaube, die wollen noch ein bisschen was machen, aber das müssen wir mal gucken. Bin echt gespannt, wie das neue Warzone wird. Ich hoffe nicht so wie der Multiplayer. Also am Anfang habe ich Spaß gehabt, aber mittlerweile, oh nee, auf Dauer. Was nervt dich da genau? Das absolut langsame Movement und ich sehe die Gegner so absolut schlechter. Ich weiß nicht warum. Und es wird halt noch mehr gekämmt als sonst, weil die Leute einfach nur noch abwarten, dass du um die Ecke kommst. Also mit Push es wird, kannst es du wird nicht mehr reißen. Gekämmt, nicht weil die Leute abwarten, sondern weil die Leute dich einfach um 5 Maps schon hören, Digga. Die Steps sind einfach zu laut, das ist einfach so. Das ist für mich der zweite Kritikpunkt, ansonsten natürlich die Time to Kill. Hast du dein Sichtfeld auf 120 gestellt? 110 oder 120, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall habe ich es hochgestellt, ja. Dann ist immer noch zu langsam, dann muss man sich wirklich dran gewöhnen, aber das ist einfach, glaube ich, nur eine Gewöhnungssache. Wir sind jetzt Warzone gewöhnt und wäre Warzone zum Beispiel jetzt langsamer, würden wir alle sagen, oh, das Neue ist ja übelst schnell. Das ist einfach wirklich ein bisschen eine Gewöhnungssache. Also ich werde es auch zocken, aber ich bin sowieso Multiplayer. Ich bin keiner, der jetzt stundenlang Multiplayer zocken konnte. Nein, ich auch nicht, um Gottes Willen. Also ich denke mal überwiegend Warzone zocken. Wenn überhaupt Multiplayer, wenn überhaupt, das weiß ich glaube ich nicht, denke mal zu 10%, wenn überhaupt, dann suchen und zerstören und da auch versuchen, ein paar mehr Turniere rauszuballern. Alles andere, ich war noch nie irgendwie einer, der immer ganz schön geschimpft mit mir, immer hier Herrschaft und die ganze Kacke. Ich dachte, das mache ich nicht, Digga. Nein, da drehe ich ab. So, mal gucken, aber wie sie es wieder in Warzone integrieren, ne? MW2, ich habe es vorher auch bei Cold War und beim letzten Teil bei Vanguard eigentlich auch nur zum Waffen freischalten und Leveln benutzt. Ja. Aber trotzdem muss ich was ändern. Wie gesagt, die Time to Kill müssen sie ein bisschen höher nehmen. Die Steps sind mir, also für mich persönlich, einfach viel zu laut. Gerade jetzt für SOZ und in Warzone. Das Loot-System ist halt auch gewöhnungsbedürftig hier. Du brauchst halt einfach länger. Und dann stehst du an der Treppe wie so ein Gockel und suchst dir da die geilen Sachen raus und dann kommt der nächste und killt dich. Das dauert einfach. Keine Ahnung, ansonsten müssen wir mal kicken. Ich hab auf jeden Fall Bock drauf. Ich würde sagen, wir lassen uns einfach überraschen. Ja. Wir hatten dann bei Invasion den Modus mit 40 Leuten. Das war ja schon heavy, Alter. Da hab ich nur auf die Fresse gekriegt, weil sie über auf der Häuser saßen. Da bin leider momentan nicht wieder. Dankeschön, Nippon-Freundin. Vielen Dank. Freue ich mich wirklich sehr. Invasion macht Bock, aber mir gehen die Bots auch auf den Nerv dazwischen. Mir hat es überhaupt keinen Bock gemacht. Ich hab direkt die allererste Runde habe ich mit den Subs gespielt und habe direkt einen Rage-Quit gemacht und raus. Denn also die sitzen ja nur da und gammeln. Also das ist ja keine Ahnung. Und wenn ich mir den Battle Royale vorstelle, dass es denn besser wird, weiß ich auch nicht, Alter. Ich finde das halt kacke, dass du die Action mit den Bots hast und dann kommt dann ein Gegner zwischen, Alter, und dann ein One-Match-Spiel hast du keine Chance. Und wie kommen denn die auf Bots überhaupt dazu? Ja, ich habe keine Ahnung. Vielleicht um die Lobby ein bisschen auffüllen. Alter. Boah, sauber. Level 31, richtig guter Spieler. Ja, bei mir auch schon wieder weggewechselt gerade. Lobby 60 Leute wieder drin. Was ist denn heute los, Alter?
Na gut, ich kann mir vorstellen, dass auch viele jetzt nur sonntags und dann viele halt Beta noch zocken. Kann auch gut sein, aber Digga, das Game zocken trotzdem noch irgendwann Leute. Also ist ja nicht so, dass jetzt hier bloß, ich versteh's grad nicht. So wenig kann ja nicht sein. Kein Prestige, was ist denn hier los? Jetzt kriegen wir die ganzen Scheiß-Typen rein hier. Habt ihr das Gefühl gehabt, dass ich nach meinem Shadowban irgendwie andere Lobbys bekommen habe? Warte mal, der Typ war Level 12, kein Prestige und hatte die grau. Geht das überhaupt? Die muss man sogar extra freischalten, ne? Na, wenn man die aber im Multiplayer freigeschalten hat, dann hat man die trotzdem schon, ja, glaube ich, Level, man ist vorher. Ja, aber okay. Du kannst ja, sag ich mal, Multiplayer gezockt haben ohne Ende, Wetter ja noch gar nicht. Und, aber Multiplayer hast du auch denselben Level, oder? Ich weiß es gar nicht, eigentlich schon. Ja, ich glaube, ne? Ja. Ich glaube, die sind dieselben, deswegen. Keiner, das ist ja nicht schon haben. Komisch, weil Waffen kann man hier auch nicht aufheben in der Vorlobby. Weil so wie es auch die Grau alle spielen, ohne Visier drauf, ne? Ja, und ja, ja. Schön. Laser-Taktik. So, wieder Homie, oder wollen wir... Ja gut, das liegt genau auf dem Weg, ist auch wieder räudig. Tja, ich weiß nicht. Entweder ich sag, das ist ein normaler Homie oder hier, aber hier liegt voll auf dem Weg. Und hier haben wir wenigstens einen Shop. Mir ist egal. Entscheid du. Markierung bestätigt. War ich so gutes Wetter oder warum wollt ihr denn so? Rechts kommt ein Team. Ja, es geht. Es geht, das Wetter. Ja, wir sehen. Eine Bunkerkarte gefunden. Wenn das, wollen wir Bunker gleich ansteuern. Runde aktiv bei mir. Ja, hab ich auch gehört. Wollen wir schon? Ja, die sind beim Bunker. Die sehen nicht sehr freundlich aus. Oh, Hilfe. Da komm ich pushen. Ich bin da, ich bin ein bisschen spät dran, sorry, guys. Ganzes Team, Jungs. Oh. Ziele aktiv, schalte sie aus. Ich hab keine Waffen, Leute. Ja, Level 51 ohne Prestige. Ja, ich hab was, ich hab. Dein Teammitglied wurde in den Gulag gesteckt und kämpft um eine... Ich komm nicht zu euch, oder? Oh scheiße, Gegner bei mir schon close. Einer raus. Ich muss weglaufen, Digga, ich hab keine Waffen, Bro. Verkündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Du verlierst an Boden. Bewegung. Halt und bleib hinter dem Bus gleich liegen. Yep. Ja. Versuch dich zu holen und ich hab ne Zip, lass uns sofort zu Alex springen. Kommen geflogen. Die kommen hinten, warte mal, die laufen jetzt hier. Die laufen hier hoch, den Berg da hinten hoch. Die wollen zur Kiste, ihre Kiste ist glaube ich auch da oben, Leute, müsst ihr aufpassen. Alle in die Sicherheitszone. Die werden uns gleich pushen wollen. Platten nachgeschoben. Wir werden jetzt kommen, Leute. Dein Teammitglied wird wieder eingesetzt. Bereithalten. Tobi macht uns mal die Drohne. Ja, ich bin schon am gucken.
Wo denn? Ich schieß... jetzt hier. Die haben sich hier eine Kiste gezogen, orange. Orange, das ist scheiße. Ah, scheiße. Von hier oben. So nah schon. Habe das Ziel markiert. Die haben Leute, die stehen sie. Dein Team habe das Ziel in den Gulag und kämpft, um eine Chance wieder eingesetzt zu werden. Damit wird markiert. Probieren abzulenken. Jetzt hin. Ob die pushen mich alle, oder? Ja, die kommen zu euch ins Haus rüber. Ich mach mit den Drecksack wie meine eigene Wumm, Leute. Ich lauf zurück, das macht keinen Sinn, selber nicht böse, Leute. Ich hab ne scheiß Nikita. Ich tue trotzdem zu holen und zu looten. Teammitglied kehrt ins Einsatzgebiet zurück. Feind gesichtet. Hier, Kontakt. Tobi, kann ich ans Lodi? Ja, Tobi, kann ich ans Lodi? Tobi, Lodi. Also, das Richtung Shop. Weiß denn hier im Haus? Okay. Und kämpft, um eine Chance wieder eingesetzt so zu werden. Seht ihr nicht? Doch, hier am Fenster. Ein Shieldbreak im Haus. Gibt noch einen Sniper. Komm jetzt zu euch hoch. Ja, jetzt krieg ich von alle Seiten, ey. Dein Teammitglied hat versagt. Versuch mal zu meiner Richtung zu kommen. Geht's nicht. Ja, ich lieg hier safe. Kommt einer. Habe das Ziel im Visier. Ach. Ach, er muss nicht unbedingt noch finishen. Alex. Ja, was soll ich noch? Zielgebiet markiert. Leg los. Ich zieh drauf, sorry Leute, ich mein Bett gerade, Alter. Keine guten Waffen gehabt, ich komme jetzt trotzdem. Aber ich kann wiederbeleben. Ich kann euch alle holen, die Kiste liegt auch noch da. Ich hab bloß eine scheiß Nikita gehabt, was soll ich damit aus Weiden ballern, Digga? Kann nichts machen, wo ist der nächste Shop, der safe ist. Momento, por favor. Digga, ja, es zieht einfach nicht den scheiß Dings, Alter. Ohne Scheiß, Tobi, ich hab mit dem gefightet, da dreht er sich um, rennt aus dem Fight raus und finish dich ganz schnell, bevor ich ihn erledige, also... Wichtige Retter. Merci. Ja, das war... Danke. Das war... Den, wo ich... Tötet hatte, der hat oben Slowly abgekämpft. Wenn er direkt Harti kaufen wieder. Er liegt. Ich hab Platten für euch, komm mal her, Platten leg ich raus hier. 1, 2, 3, 4. Hier liegen auch noch welche. Alex hat hier nur drei hingelegt, dann kann Harti sich die holen. Eine Waffenkiste hier gefunden, das ist natürlich sexy. Waffenkiste, was hattest du für Waffen? AK habe ich jetzt genommen. Ich habe ja hier noch keine gehabt, Digga. Also ich habe jetzt noch nichts gehabt. Die MP kann ich nehmen, die Marco. Ja. Hier eine MP. Die nehme ich. Wir können... Wollen wir nach rechts wegluden, Richtung Dings, zum Kopfgeld noch kurz und dann das Seil nehmen vielleicht? Die Zone kommt ja auch schön, aber ich würde jetzt... Ich weiß auch nicht, Leute. Christi, Grüße, also Markus. Wir machen gerade Zaps, ja. Was ist denn das? Was war denn das? Granate? Da liegt noch eine blaue Typ 100 bei mir hier oben auf dem Balkon. Ey. Sollen wir vor uns das Kopfgeld oder ja, 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 das Kopfgeld habe ich. Also ich würde rechts das Kopfgeld nehmen, damit wir den Seil rechts fliegen, oder was meint ihr? Ja. Glück haben wir vielleicht auch mal was zusammen hier, eine geile Kiste. Oh ne. Also Kopfgeld. Ja. Dann nehme ich zusammen. Ich hab Panik, Digga. Ich glaube, hier sind gleich wieder welche. Ein Schwanz zuckt schon, oder? So, du hast schon eins. Okay. Ach so, du bist da hinten, oder was? Ja, natürlich. Wir haben extra gesagt, vor uns.
Ich hatte wieder Lehne, Dickichen. Dann müssen wir zum Shop fliegen oder laufen? Komm rein, zu welchem ihr wollt. Da hinter uns ist ein Shop und ein Seil, deswegen wollte ich da hin, Leute. Da ist auch ein Ballon und alles. Komm doch schon. Ich sag doch nichts. Hey, beruhig dich mal ein bisschen, Alter, hey. Ich sag, da ist ein Shop und ein Ballon, du Mongo, Junge. Alter, ich komm denn schon, ich schreibe mich nicht an, Junge, ich bin sensibel, Alter. Alter, ja, Butterbrot, ja. Na sicher, heute echt, absolut. Meine Frau ist auch so müde und fertig, und Timmy, der schläft kein Stück und bisschen, wir sind nicht naulig, schläft nicht. Bisschen Geld bräuchte man noch, können wir eine Drohne noch mitnehmen. Müssen uns bleiben, bevor wir abgeknallt werden. Jetzt habe ich hier Hardliner, ich will es nicht mal gucken. Drohne können wir uns jetzt leisten. Wenn das Drohne raushauen als erstes, Digga. Brauchen nochmal 60 Schuss Sturmgewehr Muni raus. Ich brauch Kohle, ich brauch Kohle, ich brauch Kohle. Warte, komm, wir brauchen Kohle von dir, Bro. Hätte ich höre ihn nicht. Gehen, ich sagen tut auch gerade nichts, ne? Warte. Ah, jetzt, dass jetzt die Gegner kommen, Digga, wir müssen uns echt ein bisschen ranhalten. Meist die Kiste jetzt hinter uns oder was hier so ein bisschen. Einfach jetzt hier, scheißegal. Wir sind ja mit dem Seil weg. Ich lege eine UGM raus, glaube ich. Ja, ich lege eine UGM raus. Ich habe ja schon Overkill. Ihr könnt Overkill holen. Ich habe ja schon eine Waffe. Gleich auch Overkill. Mal Lockvogel. Hatten wir jetzt eine Drohne? Ja, habe ich rausgekommen. War nichts zu sehen. Okay. Zum Kopf geht hin oder was? Ja. Wo ist denn das überhaupt? Das ist übel weit weg, Alter. Ach du Scheiße. Mit dem Seil denn höchstens. Also sind bestimmt die Leute, mit denen wir vorhin gefightet haben. Wollen wir erstmal auf den Turm oben drauf fliegen, wenn da keiner ist? Ich sehe da erstmal Kinn auf den Turm oben. Da ist noch eine Platte. Snipes? Weiß nicht von wo. Vom Berg wahrscheinlich, wa? Hat man keine da, ey. Muss ein Ballon irgendwie da vordrücken, ich hab jetzt ein bisschen Panik. Oben über uns wird geschossen, ja. Jo. Also man kann an die SIP ran. Wollen wir mal hinspringen? Na, ja, Kopf geht Richtung, oder? Wollen wir da nicht hin? Jawohl, ihr macht das, ja. Was euch zutraut. Wir auch ordentlich. Ja, machen wir, machen wir. Vielleicht über links laufen ein bisschen. Ich auch. Richtung Orange. Hier mit der Totenstelle rechts rum. Vor mir. Über mir. Einer noch. Einer ist vor mir runtergesprungen wieder. Hinter mir, hinter mir. Alex, hinter mir, kommt einer. Hinter dir? Ja. Hinter mir auch. Und uns. Ja, hier. Der Feind ist hier. Einer noch bei mir. Er finisht mich. Ach. Doc, raus. Digga, hinter mir ist noch ein anderer Wichser. Digga, von wo denn? Und noch einer? Muss hier weg, Digga. Blick Richtung 300. Von hier oben schießen die? Ja, die kommen zu uns von links. Die kommen zu uns, wie wir hochgelaufen sind in den Berg. Teammitglied wurde für erneuten Einsatz freigegeben. Weiß nicht, ob du an deine Waffen ran kannst, Tobi. Abgesprungen. Den. Hab ihn. Das Gas ist hier auf den Fersen. Die kommen, Leute, die kommen. Hier oben, kann ihn einer finishen? Die kommen. Ich weiß nicht, wo ich gestorben bin, Mann. Ah, sag mal, aber hier ist noch einer. Alles gut. Hast du noch was, aber? Dann liegt draußen. Der liegt draußen, bitte. Draußen, der belebt sich wieder draußen. Bei Orange. Nee, nee, den haben wir gefinisht. Den haben wir. Bei mir noch. Ey. Good break. Wo kommt der jetzt her? Dein Teammitglied hat den Gulag betreten. Ein Überleben erlaubt einen erneuten Einsatz.
Granate ist raus. Du das? Ja, meine Granaten. Also Alex, eine war noch Richtung Blau. Blau? Den hab ich. Nee, das Blau war nochmal einer. Gibt's doch nie. Nicht mehr bei uns. Ja, aber ich hab da hinten zwei erledigt. Einer, der dich geholt hat, und dann war da noch einer. Also zwei waren tote, war da. 400 brauchen wir noch. Ja, da unten lag, wo, also auf Blau müsste noch ein Haufen Loot. Ja, ich bin durchlaufen. Noch mal gucken, nicht, dass wir es übersehen. Ja, richtig schwierig, Junge. Fühlt's gerade nicht. War schon durch. Helikopterzone kommt. Vor allem, er kam von ganz unten angelaufen. Und ich habe nicht gehört. Wir müssen jetzt mal ein bisschen hören, ob die von hinter uns laufen, ob die irgendwo lang moven. Keine Steps, oder? Scheiße, ich hätte in den Bunker noch gehen können, ich Idiot. Da ist doch keiner unten drin, Digga. Da ist doch nix, da ist doch kein Tresorraum. Das stimmt, ja. War ich mit der Scheibe? Trau den Frieden nicht, Digga, von links oben. Eigentlich, was ihr noch machen könntet, wäre hier runterlaufen. Die Versorgungsstation markiert. Kann mal probieren, aber... Können wir mal gucken, ob hier noch was zu looten gibt. Ich guck mal schnell. Ja, wenn da oben, wenn du Richtung Shop läufst, sind noch auch immer einzelne Kisten. An der Schranke. Hier sind noch Kisten. Müssen nur gleich Gegner kommen, Digi. Reicht für einen? Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Oder wir können den Shop hier auf den Weg nehmen. Dann, ja, wie du willst. Kann sein, dass unten am Shop einer war. Auffüllen nochmal gewesen. Mir ist egal. Sag du, welchen wir machen. Den machen wir auf den Weg, oder was? Ich bin hier, um zu dienen. Ist mal eh lang. Wir nochmal direkt für noch einen zusammen. Ja, aber da vorne wird gleich irgendwas passieren, Digga. Das ist ein richtiges fucking Viertel, der Junge. Ein fucking Viertel, verstehst du? Okay, okay. Mach mir doch keine Angst, Mann. Noch Platten hast du erstmal, ja. Nur ein bisschen Schotter wäre doch mal nett. Die Kisten haben aber kein Geld, ärgerlich. Nee. Weiß jemand von euch, ob ihr noch Geld habt? Wir sind zum Shop irgendwie, boah, Leute. Ich hab echt nicht aufpasst. Aber ein Tausender würde ich bestimmt noch mitbringen. Bin mir aber nicht sicher. Ich hol den ersten. Na, 300, scheiße. Warte mal kurz, ob hinter uns was kommt. Ah, hier ist noch eine Kiste drin. Oh, 100 fehlen noch. Dann mit Looting, was ist denn noch? Digga, ich zieh keinen Fallschirm, Digga. Er zieht einfach keinen Fallschirm die ganze Zeit durchgehend weg. Jetzt kommt gleich ein Team von hinten, Junge. Das ist nicht normal. Thanks, Bro, Alter. Jo. Ein feindliches Team ist hier. Ah, wir werden gejagt. Kein Stress. Okay, wir haben das Geld. So ein Selfie. Hier gibt's medizinische Versorgung. Ich hab eins. Ich lass liegen für Harty. Sehr nett. Feindliche Drohne, Leute, ist jetzt creepy, Leute. Ich kauf noch ein Bündel Platten. Nimm sich jemand diese Panzerung! Haus versuchen links geradeaus zu reinzukommen oder nicht? Das große, ja, können wir machen. Ja. Würde ich mich auch wohler fühlen. Wir haben aber eine Drohne oben. Ich hab noch ein Cluster, falls ich uns pushen, kann ich das links aufs Haus jagen. Oh, ich bin voll gegen dich geflogen. Arpid hat nichts angezeigt. Da ist noch
Loot, Loot, Loot. Eine Plattenkiste gefunden? Ich habe auch eine Plattenkiste. Hier ist noch eine blaue Marco. MP entdeckt. Habe ich auch noch. Bereich gesichert. Geh mal ein Haus noch weiter. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Verbündete Ausrüstungslieferungen unterwegs. Also muss um die Essen. So, MP40. Ich habe Windows 11 drauf, ja. Boah, eigene Waffen wären halt schon geil, ey. Nur eine Kiste. Ja, da müssen wir einen kompletten Rechtsmove machen. Ja, ich würde sagen, wir warten, bis das Gas kommt und gehen dann zur Kiste. Gas, oder? Ja, würde ich auch machen. Aber ich meine, jo. Wir sind hier liebsten rechts oder links außen lang move, weil wir sind eigentlich mittendrin wie die Assis schon, oder richtige Rotze, Mann. Haben keinerlei gute Deckung. Hier oben beim Shop ist noch ein Gegner gewesen. Okay. Ja, Richtung Wasserturm sind auch welche. Ja, da kommt eine Runde. Alter, übertreibt doch nicht. Er landet oben auf dem Wasserturm. Ah, die Kiste ist komplett open field, ne? Hey. Hier kommt was geflogen. Neue Position. Orange, dahinter ist der gelandet. Krieg den Platten raus, Philipp. Ja. Hier ist Panzerung. Ich hab noch eine Plattenbox, ne, falls wir die brauchen. Ja, hab ich auch noch. Ich flopp jetzt einfach eine, scheiß drauf hier. Hier ist Panzerung. Gut, wenn das die werden gleich hoch zu uns kommen, Digga. Ja, hier oben ist er, hab ihn gesehen. Feind im Visier! Doch. Versuchen noch einen Highground zu kriegen. Den. Schwierig. Er ist siebt. Geh weg. Hab den Schützen im Visier. Das Haus drauf oder was? Bei Orange oder wo ist der hingesippt? Nee, der ist hoch. Ja. Hoch, Nur zwei Loadies. Feindliche Jäger haben. Ich weiß nicht, wenn das Loadie wollt, dann jetzt, oder? Ich brauchte den nicht gleich hier, Alter. Wenn ich irre. Alarmiert. Wir müssen eh da hoch, Alter. Overkill. Ich hab noch einen Radarstörer auch noch. Hier oben haben sie wieder gekauft, die Richtung. Habe das Ziel markiert. An dem Shop. Machen wir den Rechtsmove, rechts hoch. Ja. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Ja, so wenig Leben, nur so wenig. Die Zone ist immer richtig. Oh, wo ist der Gegner? Ja. Hier die Richtung. Hab den Sammelpunkt markiert. Schalten. Hab den Sammelpunkt markiert. Das Gas kommt. Immer noch auf Blau. Egal, vergesst das. Wieder gar keine Sitze. Nochmal einer. Weniger als 10 Feinde. Sauber, Junge. Bleib. Wird gleich noch ein anderes Team kommen. Hat ihr eine Gasmaske? Sind noch zwei Hunde der Gegner. Ich erkenne hier bloß nichts, Digga. Wenn er irgendwo einen Down hat, ich hab noch ein Cluster dabei. Okay. Ja, hier. Geradeaus zu. Habe das Ziel markiert. Oben auf der Bergkuppe hier. Habe das Ziel markiert. Weiter weg oder close? Ja. Hier unten bei mir auch einer. Alter, der hat ein Aim. Hier unten ist der bei mir, Schildbreak da unten, der Dude. Der ist hier unten irgendwo. Ich bin am Marker des Schildbreak. Ja. Nach rechts auch aufpassen. Sniper. Wow. Ist schon leider close. Block. Sauber. Aus. Achtung, das andere Team kommt vom Blau zu uns rüber. Ja, die kommen rechts von euch. Ne? Die kommen schon auf euch zu müssen. Splittergranate in die Fresse! Pitbrick! Ah, fuck! Gas nähert sich! Ja! Habe das genau, hier auf Blau. 300 Cent.
Setz den Cluster da einfach jetzt hin. Ja. Oh, der war zu weit, Alex. Okay. Hier hinten am Stein ist einer. Bei mir vorne. Lauf bei mir rum, ganzes Team. Ja. Ich brauch Hilfe. Oh, hier ist einer. Links. Hab ich. Ja, sauber, Jungs. Clayton? Willst du da gleich bei Alex kommen? Ach, Mann, hinter uns, kommt einer. Oh, fuck. Jo, der hinter uns. Müssen wir holen. Hab ich. Noch einer. Alex? Warte kurz. Ne, ich rede in der anderen. Ja, Junge. GG. Yo, my fucking man, dude. My fucking man. GG, am Moody's. GG. Ich hier schnell pissen, Leute. Gucken wir mal, wer reinkommt. Schön gespielt, Guys. 5 Kills, 4000 Damage habe ich gefühlt. Schöne Runde, Alex. Hat er gut gemacht, Leute. Gutes Teamplay. GG, Leute. Wirklich gut gespielt. Ich bin gleich wieder da. Ja. Ich geh kurz pinkeln. So, wer rollt denn, Dude? Hallo, Mann, oder was? Roll gar nicht. Hallo? Ja, ich glaube, ich bin jetzt am nächsten Mal. Wollen wir ja fair bleiben. Na gut, dann Attacke, dann trotzdem noch einen schönen Nachmittag, mein Guter. Oh, wünsche ich auch. GG. Danke dir. Und Tobi, Christian, wir hören uns gleich, wenn er fertig ist. Jo. Ja. Jo. Bin ich müde. So, Basti, grüß dich, mein lieber Daniel. Schönen guten Tag. Die letzte Runde erstmal, Leute. Ist auch nicht mehr viel Zeit danach. Eine Stunde Pause, dann geht der Stream schon wieder weiter. Gucken, was der Stammteam zocken möchte, ob MW2 oder Warzone. Ich muss ganz ehrlich sagen, hab gerade mehr Bock auf Warzone. Oh, lass mal uns überraschen. So mehr Bock auf Warzone? Das andere nicht so besonders, oder? Doch, es geht schon. Das macht schon, aber die müssen halt, wie gesagt, die Steps sind zu laut, die Time to Kill sind zu schnell. Ansonsten ist es gut, einfach nur gewöhnungsbedürftig. Aber ich war noch nie so ein Multiplayer-Spieler. Ist ja auch noch eine Beta, ne? Das meine ich ja, dafür ist er ja da. Anderthalb ist cool.
Ich find's ja cool, dass sie die Leute zumindest fragen, was man besser machen kann. Das meine ich ja, aber die müssen das auch halt dann wirklich umsetzen. Also wenn die Leute sagen, okay, das ist jetzt Kritikpunkt Nummer 1, sind auf jeden Fall die Time to Kill gerade, die muss auf jeden Fall nach höher gesetzt werden. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, mir sind die Steps viel zu laut. Das ist noch camperfreundlicher als alles andere. Gerade für Suchen und Zerstören, Leute. Ich habe Suchen und Zerstören geliebt und auch viele Turniere gezockt mit Gunnerchen. Und gerade wenn du da verteidigst, Digga, du hörst die Leute so laut steppen, das kannst du knicken, Digga. Kannst du dich zumuten. Das kannst du keiner zumuten, Brother. Warten auf Einsatz. Zeit, sich bereit zu machen. So. Jetzt sollten wir nochmal die UGM eigentlich testen. Danke. So, ich bin mal gespannt, wie krass die UGM verzieht, Leute. Wir haben jetzt Überwachung drin, staatsfester Griff. Was ein Riesenunterschied ist, weil wir haben mehr Kugelgeschwindigkeit mit mehr Recoil und fester Griff. Der hat ja Recoil gegeben, also quasi absolut heftig. Und dann nochmal mal Rückstoßbooster drauf statt MX-Schalldämpfer. Ich schieße jetzt mal durchgehend, ohne mich zu ducken. Alles klar. Ich duck mich jetzt mal. Kein großer Unterschied. Ich halte jetzt mal dagegen. Naja. Bin nicht so einfach. Ich bin mal gespannt, ob das ein bisschen bockt. Also ich habe einfach keinen Bock, immer dieselbe Kacke zu ballern. Jetzt ist Schluss mit lustig. Bereithalten für Einsatz im Kriegsgebiet. Das ist zu heavy, Digi Kevin. Bin ja schon froh, dass die keine Schuhe angezogen haben, wo die leuchten, wenn du auftrittst bei COD, Alter. Willst du dich erst recht noch sehen? Würde ich fühlen. Ich verstehe es einfach nicht. Also die machen das über 15, 16 Jahre lang und da muss doch einer sitzen, der die Steps macht, wo die denn das testen und sagt, okay, die Steps sind so gut. Welcher Vollidiot sitzt denn, Alter? Ist der taub oder was? Ey, verstehe ich absolut nicht, Mann. Die haben so viel Kohle, die könnten sich sonst wie viel E-Sport damit reinnehmen, die das Game abstimmen, aber anscheinend sitzen da nur Rentner, ich weiß auch nicht. Was ich nicht verstehe, waren sie das 16 Jahre schon und jedes Jahr haben sie irgendeinen Scheiß. Wir sollten hier lang. Ja. Ja. Jetzt sitzt ja anders dran, Microsoft. Ich denke mal, die wissen auch, was von abhängt. Die haben so viel Geld investiert und wissen auch genau, wenn die das jetzt verkacken, ist meine Meinung, dann war's das mit dir, dann ist das Ding tot, hundertprozentig. Wir hatten früher schon so viele Sachen drin, früher hat die Community schon gesagt, dass das und das nicht gepasst hat, haben es nicht geändert. Wir hatten teilweise, wie gesagt, E-Sport-Modus in das Game integriert. Da konntest du quasi über MLG, das ist Major League Gaming weltweit, Turniere annehmen und Turniere zocken, auch um echtes Geld, habe ich mit Gunner jahrelang gemacht. Und im Spiel selber stand schon MLG und dann das Gegnerteam mit drin. Das war so geil gemacht. Und da konnte man auch bei den privaten Lobbys den Schalldämpfer sperren, die eine Granate sperren, die Pumpgun sperren. Warum geht das jetzt alles nicht mehr? Ich verstehe das nicht, das ist auch ein Glück. Die gehen auch zurück anstatt nach vorne. Aber es soll ja so sein, dass man, glaube ich, bei den privaten Lobbys einzelne Sachen sperren kann. Frage ist, wann es die mal wieder gibt. Na, hier bei dem, ich rede nicht von dem Spiel, ich rede von dem anderen, denn, was rauskommt. Ja, da sollte das ja so sein, dass man jetzt die einzelnen Aufsätze sperren kann. Wenn man dann mal ein Turnier veranstaltet, kann ich das dann alles sperren. Dann gibt es keine Idioten, die mit Absicht in das spielen, was verboten ist. Finde ich halt schon mal gut. Aber wie gesagt, wir lassen uns überraschen, alle Mann. Seht ihr, wie mitfliegen? Ja. Nö. Ja. Dann verpisst euch bei meinem Haus. Wie bist du denn jetzt, Taco? Und hier in der Kiste halt. Löft, Junge, löft. Ziele aktiv. Schalte sie aus. Really? Oh ne, oder? Wo kommen die jetzt wieder her, die Idioten? Feindlicher Heli nähert sich. Fliegt aber durch. Ich habe jetzt endlich einen Original-Controller bestellt. Ich mach die Kacke hier nicht mehr mit, ey. Die Original. Nach gefühlt 10 Jahren. Ja, der Christian, sein Controller geht nämlich richtig. Achso. Karte. Ja, der rechte Stick, der drückt sich nicht mehr. Das ist mir auch so oft so gewesen. Und auch zum Beispiel, wenn jetzt die Zeit lang, letzten Monate bei M-Controller bestellt, haben sie auch gesagt, die Pedals haben sie
billigen Verarbeitung gemacht, da kriegst du kostenlos neu zugesendet, wenn die abbrechen. Viel Geld brauchen wir nicht mehr, Leute. Seid ihr schon im Bunker oder was macht ihr da? Nee. Wir müssen erstmal vorher einkaufen. Ja, aber wäre schon schön, wenn wir vorher irgendwie Waffen einkaufen könnten. Habt ihr alles schon gelootet? Seid alle im Bunker unten drin oder was, Leute? Also absolut geil. Da tick ich voll ab, Leute. Da tick ich voll ab bei sowas. Ihr wartet, bis das Ding aufgeht, Freunde. Ansonsten gibt's vielleicht richtig. Ja, ja. Bunker ohne einen Teacher. Die gehen einfach rein jetzt, alle, oder was? Reißt euch bloß zusammen, Alter. Das ist ja absolut unfair. Macht euch unsympathisch ohne Ende mit. Das hat Manu einmal gemacht, genau deswegen ist er nicht im Stammteam. Ciao, Manu. Ihr wartet, bis wir da sind, Freunde. Fairness, bitte, Fairness. Will sich das mal jemand holen? Wir laufen einfach weiter, ich hasse es nicht. Holt sich jemand die medizinischen Vorräte? Ich krieg einen Schlaganfall, Alter. Ich hab deine übrig lassen. Nein, links oder was? Oh. Ich muss noch ein Selfie holen, merke ich gerade. Da ist Panzerung. Rucksack habe ich ohne abgehen, aber... Den wird's irgendwo geben, oder? Nee, habt ihr noch einen Rucksack über? Da lag eigentlich noch einer. Da lagen doch noch zwei eigentlich. Ron hat Kinder gefunden, oder doch? Nee. Nee. Ich habe aber einen Shop gefunden. Den Rucksack sehe ich ja gar nicht. Nee. Ist egal. Mach das bisschen Staub, dann hast du einen. Naja, aber absolut, Digi. Die Zone eigentlich schon? Nö, die kommen schon, doch, ja. Am besten mal eine Drohne kommen als erstes, die können direkt die Drohne raushauen, ich fühle mich unsicher. Verbündete Drohne, okay, okay, okay. Stöbern wir sie auf! Alter. Wir sollten uns beeilen, sollen wir dann die Zipline nehmen? Jo, jo, jo. Was holst du jetzt in eine Kiste oder was? Immer vorher Bescheid geben, das hätte ich ja auch noch geholt. Ich wusste jetzt nicht, was ihr holt. Ich hol mal noch zwei Drohnen. Kommt mal bitte mit ran. Hier. Ich hab auch noch eine Drohne. Nice, nice. Wir testen jetzt die UGM. Hier liegt eine goldene Amaglera noch. Wir haben eigene Waffen. Wer interessiert denn das? Ja, vielleicht wollte sich schon jemand ghosten. Bro! Bro! Bro, Tobi! Was laberst du? Was laberst du? Ich rede jetzt nichts mehr. Oi. Machst du sowieso nicht. Oi. Mach mich genauso aggressiv, wenn einer am Anfang im Early einen Gulag-Token markiert, Alter. Ich glaub, meine Drohne mal noch raus. Ist doch nicht böse, mein Tobi. Abtisch doch, liebe Süße, da, mein Junge. Jetzt müssen wir uns echt freuen, ey. Hey, Tobi, Bro. Jetzt reicht's aber. Feindliche Drohne ist aktiv. Feindliche Drohne, Digga, von wo? Erstmal über die Kiste rechts den Berg hinfliegen oder wo wollen wir hin, Leute? Ja. Rechts zur Kiste, oder? Ja, ja, aber oben rechts aufpassen. Ich glaube, die werden jetzt von rechts den Berg unten gerade runterlaufen. Ah, ne, das ist schon wieder weg, der Punkt. Meint ihr, dass die Kiste sicher ist, Alter? Ja. Hier runter, sei der Geiz. Bau eine Drohne raus. Ja, ja. Kriegen eine UGM raus. Ja, wir werden Ghost haben, alle hundertprozentig. Mal runter zu den Häusern kicken oder was. Helikopter fliegt vor uns. Feindlicher Heli nähert sich. Gar keiner da, das kann ich gar nicht verstehen, Leute. Die alle sein, ich sehe ja gar keinen hier. Ich sehe gar keinen. Feindliche Drohne, feindliche Drohne, Leute. Ich zünd meine. Los. Verbündete Drohne in der Luft. Stöbern wir sie auf. Gar nichts. Nee. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone wird markiert. Links annehmen? Ja, ja, ja.
Und das? Hat man kein Kopfgeld gehabt? Nee, hä? Wenn ich ein Kopfgeld gehabt bei uns davor, dann bin ich schon komplett fertig. Nee, das war nur Dings. Ach so. Wollen wir jetzt auch nicht mehr hin. Nee. Frage ist, wollen wir da nicht? Digga, wir setzen gerade einen richtigen verhurten Weg überall lang, Leute. Jetzt irgendwo Gegner kommen. Ich kann ja hier über High Ground gehen, wenn ihr wollt. Links mit dem Ballon fliegen würde ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, aber da können natürlich auch Gegner sein. Alex, ich habe ja auch einen Ballon. Dann droppt das Ding, oder? So, geh jetzt! Können wir ja zu unserem Auftrag fliegen. Haltet auf. Ja. Und sollen wir mal die Augen aufhalten, Leute, aufpassen. Der Scheiß hier. Ich glaube, da ist was los, oder, mein Großwagen? Eure? Am Bunker, die kommt einer raus am Bunker. Der fliegt über uns, oder? Das war wirklich gut. Ja, da oben fliegt er. Hinter uns, Digga, kommen die alle. Hinter uns kommt ein ganzes Team, Leute. Ihr müsst aufpassen, bitte. Ein Viererteam, die kommen so genau zu uns hochgemoved, glaube ich. Ja, ich hab gesehen, rechts. Ja, hier. Aber das Ziel im Visier. LKW auch noch hinter uns, Leute. Oh, Sniper, Sniper. Geh zurück, geh zurück. Feindliche Drohne ist aktiv. Wer in die Straße? Geh zurück, Leute, wenn es nicht mehr geht, bitte. Einer pusht mit Auto. Nee, nee, der ist abgehauen. Alles hier oben. Hab den Sammelpunkt markiert. Habe das Ziel im Visier. Guck mal, dass hinter so einer kommt. Ich gucke jetzt nach hinten, Leute. Move alle rechts runter. Okay, natürlich jetzt für uns auch scheiße zum Moven, Leute. Doch, Moven, ne? Dann müssen wir irgendwie gleich. Ich glaube, die Waffe ist so kacke, wie sie ist gerade. Wir ganz rechts außen move, oder? Wir ganz rechts außen irgendwie lang. Ja, wenn da jetzt Kinder kommt, Leute. Ich hau mal noch eine Drohne. Ja, ja, bitte. Verbündete Drohne in der Luft. Wir können auch alle Ghost haben gesagt. Nehmt euch da jetzt nicht irgendwie. Die UEM ist voll scheiße, das war doch kacke. Nicht. Schießen auf dich. Ja, von hier oben. Habe das Ziel markiert. Jo. Geht über rechts die Häuser lang ganz außen, wenn es geht. Eine Drohne von vor uns für den Internet gekauft. Okay. Junge, du triffst doch eh nichts. Verpiss dich. Ich kann hier so einen Huren, Junge. Digga, was ist denn mit ihm, Junge? Kriegt sie drauf da am besten, wenn es geht. Wenn ihr wisst, wo er ist, ja. Da fliegt einer, Digga, ja. Der ist runter. Der ist hochgeflogen. Die warten bestimmt, bis wir das Live benutzen, die Idioten. Ja, klar. Links oben Sniper vom Berg. Ich sehe es. Vor mir Gegner. Ach. Verbündeter Präzisionsluft. Unten im Bunker Gegner. Sind schon hier. Unten im Bunker ein Gegner drin. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Unten im Bunker, die kommen bestimmt gleich zu uns hoch. Die werden gleich hochkommen, glaube ich. Feindliche Drohne ist aktiv. Dein Ziel ja, auf dem Dach, die sind bei uns, Philipp. Wer dort überlebt? Perfekt. Nein, zwei. Reihe, Leute. Zwei verschiedene Teams sind das hier. Digga, was ist denn los? Yo, man, Alter, ich spiel grad wie eine Bitch, Junge. Ich will erstmal Pause machen.
Scheiß Dreck, Digga. Ich die hohen Runde gerade. Oh, Scheiß Dreck, guys. Warum wollt ihr noch das hier annehmen? Ja, da oben eigentlich gesagt, ich sag nicht, Bro. Und gerade eher weniger dahin. Hier vielleicht oder mittig reinfliegen, ich weiß auch nicht. Kopfgeldauftrag identifiziert. Ja, ich nehm das mittig da. Und let's go. Hier wäre auch noch eine Lupe. No. Ah, dann haben wir die Lupe. Ah, dann lass mal umgucken überhaupt, da sind nicht. Bestimmt... Ich auch nicht. Ob wir sind wir denn so immer welche in dem Scheißding da eigentlich? Hoffentlich platsche ich nicht auf. Jo. Hör auf mich. Vorratskiste gefunden. Sofort sicher. Unter mir? Vielleicht? Helikopter fliegen zur Lupe? Mit einem Seil fliegen. Den ersten können das schon kaufen. Wo ist der Shop? Entweder fliegt man ein Stückchen nach hinten oder unten bei Runway. Ich riskiere es mit einem Heli alleine. Ich bin der Pilot. Hast du? Vor mir, ja, ich hab Geld, ja. Vor mir ist einer runtergeflogen, Christian, der fliegt hier rechts. Genau, ja, rechts unter mir, gerade beim Heli. Feine Landen, meines Gebiet. Wollen wir noch weiter hinten in den Shop bei Runway? Nee, nee. Der Shop ist doch kacke, Alter. Wollen wir weiter hinten noch irgendwo in den Shop? Hier unten im Haus bei unserer Lupe. Ja. Aber ja, der da hinten, den versuche ich einfach mal anzufliegen. Ist abgehauen. Noch bei unserer Lupe da drin. Ja, da kommt noch einer. Puh, auf. Ich übernehme den Steuer. Der Lupe war nie oder was, Bro? Unter mir sind ja, übel viele gerade am Seil. Links auch noch von der Lupe. Da wo okay. Das Fahrzeug gerade lang fährt. Schießen mich vom Seil halt noch an, Idioten. Ja, ist doch gut jetzt, Leute. Ist doch alles okay, Leute, ist doch alles okay. Oh, die geben auch nicht auf, oder was? Die mögen deinen Hubschrauber nicht. Sind voll aggressiv und so. Und so los, ey. Das war so schon komplett, Digga. Oh, ich hab keine Spritze dabei, nix. Oh, über uns. Ach, leck mich doch. Hier oben auf der Kuppel. Digga, was mach ich denn jetzt hier gerade, oder? Das war schon ja komplett, Junge. Er hustet, der hat keine Spritzen und er ist hässlich und langsam, Junge. Ja, ja. Du hast noch geschossen. Ja, Digga, leck mich doch. Ja. Ich hab mal einen Gulag oder was? Oh, witzig. Na, erstmal Feierabend, Leute. Eine Stunde muss ich Pause machen, Junge. Das kriegt komplett einen Durchdreher. Erstmal Blumengießen angesagt. Erstmal essen. Essen und Blumengießen kacken und wichsen. Jo. Das sind Blumen, das ist so, sind aus Pflanzen, sieht das aus, die sind in Erde drinne. Da macht man quasi Wasser rein, also das nennt man Blumengießen. Hab ich nicht. Ja, ich weiß. Nimm die immer mit, nur zum Sterben. Ach so, okay. Naja, gut.
Du musst dich richtig mit denen verbunden fühlen, dann wird das auch was. Musst du mal versuchen. Auch mal ein bisschen mit der zusammen sprechen. Ich hab so einen hässlichen Bonsai, der geht nicht kaputt, ja. Da kann ich machen, was ich will. Nennst du das Bonsai? Das ist einfach nur ein Erbsenstrauch wahrscheinlich, wa? Irgend sowas, ja. Knallerbsenstrauch in den Möning. Ah, da, Junge. Ich muss echt mal am Pinion irgendwann hier. Ja, er springt da rein. Fuck you, okay. Und lange nicht mehr so nettes gehört. Sind wir eh gleich die scheiß Dings runter, oder? Welche Zone ist denn das jetzt, die da gerade ankommt? Die. Dann müsst ihr jetzt danach, wenn die fünfte dann da ist, dann die Waffenkiste nicht runterkommen. Ja, genau. Ja. 36 Sekunden, was soll ich sonst anderes machen, Alter? Scheiß drauf. Bin eh nicht ganz fit heute. Am besten springe ich da in das Wasser unten rein. Voll im Bauchklatscher, Junge. Kann man bestimmt machen, weil war so ein 2 denn? Von oben ins Wasser reinballern, aber Attacke. Hier fliegt auch einer. Ein Hoffnungsloser. Über mir noch einer irgendwo. Jetzt kommt die Kiste, genau jetzt. Ach du Scheiße, genau da, wo alle sind wahrscheinlich. Genau da unten, Junge. Lecko, Mio, Schma. Ja, die sind genau da, Digga. Muss ich runter, was soll ich denn machen, Alter? Anderes. Wie das ein Gegner vor dir war auch eine. Feinde landen im Einsatzgebiet. Da runtergekommen bei dir. Feindliche Drohne ist aktiv. Der war ja weg. Da fliegt der nächste da oben hin. Und da ist der andere nächste rechts neben mir. Unten im Haus sind auch welche. Nur noch keine Muni mehr, nix, Digga, das war's. Komm schon. Keine Muni. Weiter geflogen. Der ist weiter geflogen. Sicher? Oh mein Gott, ich hab nicht mal gekriegt. Ich muss da nicht runter. Das war der nächste. Da. Der nächste kommt. Ich habe keine Muni mehr drin, MP. Der belebt rechts einer. Nochmal wieder belebt. Ja. Top da unter dir. Mhm. Der ist unter mir drin wahrscheinlich. Nicht, dass er in dir drin ist. Bin auch sehr. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Komm schon. Ich hab jetzt Geld für einen. Nein, tu es nicht. Nein, warum ich? Das Gas kommt. Wir sind in der Sicherheitszone. LMG markiert. So. Noch eine Platte? Jo. Wir haben einen feindlichen Radarstörer in unserem Bereich entdeckt. Komm mal lieber eins hoch rein, ich weiß doch auch nicht, Junge. Ja, über euch haben sie den Radarstörer gezogen. Hm, ja, ich meine eine Etage in das Haus, eine Etage höher. Lass mal warten, ob die Zone reinkommt. So eine Close-Waffe hast du nicht, ne? Pass auf, die werden bestimmt vom Fenster bei dir gleich kommen, Digga.
Noch 10. Weiter so. Alter. Irgendwas geschmissen da. Mal eine Etage hoch. Kannst du probieren, wenn du willst. Feindliche Drohne ist aktiv. Kann ich nur bei uns hier unten laufen, so? Ich brauche gerade was. Halte dort fest. Wow. Ich hab dich, ich hab dich. Ruhig, Browner. Ich hab dich nicht mal gesehen. Das Gas breitet sich aus. Die neue Sicherheitszone wird markiert. Oder abgesniped von dir oder was? Wo muss noch ein Sniper irgendwo? Nee. Leg dich hin, Christian, du brauchst nicht mal biegen, du bist doch übelst low, Bro. Hier, genau, 3 Platten von mir. Wir sind in der Sicherheitszone. Immer noch da oben drauf. Da unten ist eh einer. Granate ist drauf. Granate in der Luft. Kommt zu uns, Digi, glaube ich, ja. Werfen können die auch nicht, die Idioten. Die kommen. Die kommen, Bro, die kommen. Komm schon. Guck zu mir zur Tür, Digga, die können bei dir nicht hochkommen. Unter uns. Wie kommt, der kommt. Granate ist raus. So Platten für mich? Ne, ist auch keine. Ja, hol die Rinder. Unter uns ist der. Es sind 2 Teams, ein Einzelner unter uns und dann 2 Leute über uns. Kommt. Das ganz oben läuft drauf, oder? Das Gas wir sind jetzt alle uns vorbei. Sicherheitszone verlegt. Da kommt Christian, ich höre was. Oder geht die Leiter hoch? Das ist über uns oder unter uns? Hey, ich höre es nicht, check's nicht. Ich glaube über uns. Das Gas breitet sich aus. Wenn du leben willst, komm mit mir. Wir müssen jetzt alle uns vorbei, Christian. Selbst? Ja, da unten fliegen sie. Links an uns vorbei, rechts an uns vorbei geflogen. Halte dort fest. Okay, sehe ich. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird machen. Wieder an uns vorbei. Na los, brechen wir auf. Werfe Granate! Über mir hinten. Ja, ich hab mal das zu dir. Kann weitergehen. Ja, was soll ich machen, Alter? Keine Platten drin, nix. Schade. Schade, Guys. Ich bin erstmal weg. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke für die Runde, ihr Süßen. Bis in einer Stunde. Haut rein, Guys. Tschüss. So, ich muss jetzt ein bisschen Jalla machen, ein bisschen was noch zu tun zu Hause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis in einer Stunde.